Dabei oder noch Dabei nicht? So, jetzt starten wir. Genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal mit Thomas Stöllner. Thomas Stöllner ist Kultur- und Sozialanthropologe, Philosoph, Lehrer, Anarchist und Autor. Er hat das Buch Anarchistische Gesellschaftsentwürfe mit herausgebracht und er hat zudem den Podcast Anarchy and Democracy ins Leben gerufen. Kann man auf YouTube auch finden. Ja, danke, lieber Thomas, dass du dir an diesem Festtag die Zeit genommen hast, um mit mir zu plaudern. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, Josef. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und es hat Spaß gemacht, das Buch mit Göste und Uwe herauszugeben. Genau, bevor wir auf das Buch eingehen, das ja zentrales Thema heute sein wird, möchte ich dich fragen, was hat dich persönlich motiviert zu studieren? Was waren da deine Interessen? Schlagen wir vielleicht auch schon die Brücke zum Anarchismus? Gab es da gesellschaftskritische oder anarchistische Autorinnen, die dich vielleicht inspiriert haben, die dir zufällig über den Weg gelaufen sind? Genau, beginnen wir mal die Reise hier. Ja, mein Studium oder die Wahl der Kultur- und Sozialanthropologie oder Ethnologie, wie es damals so geheißen hat, war eigentlich sehr konkret von einer Deutschlehrerin von mir beeinflusst oder initiiert worden. Das war in der 12. Klasse der Fachoberschule in München. Fachrichtung Technik, also da war ich noch ganz anders unterwegs. Und ich habe das Abitur ja auch noch auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, dann also als externer Prüfling. Aber die hat mir das Buch empfohlen, oder uns, aber ich weiß nicht, ob es außer mir noch jemand anderer gelesen hat. Das waren die Traumpfade von Bruce Chatwin. Und ich bin ja eigentlich eher aus der, also ich wurde politisch sozialisiert eher aus der Öko-Ecke. Wobei, ich bin in, also München, ich bin ja in der Nähe von München aufgewachsen und wenn du in Bayern groß wirst und der Altvater oder Josef Strauß hat ja damals auch noch gelebt, dann ist es nicht so schwer, in kritischer Distanz zu Regierungsoberhäuptern zu gehen. Und ja, wobei in Bayern auch so eine gewisse anarchistische, allgemeine Tendenz vorherrscht, gepaart mit einem Untertanentum, was schwer zu erklären ist, aber beides irgendwie zumindestens greifbar ist. Aber die Traumpfade von Chatwin handeln eben von den Aborigines in Australien, die auf Traumpfaden ihren Weg durchs Land singen und anders organisiert sind als wir das. Also sind nicht in staatlichen Gesellschaften organisiert, ja. Gibt natürlich auch sehr verschiedene Gruppen. Also inzwischen kenne ich mich auch etwas besser auf, weil ich sie auch aus, weil ich dort, weil ich sie auch studiert habe. Aber das hat mich sehr fasziniert. Und der Konnex zu dem, was ich erzählt habe über die Ökologie ist, ich meine, ich bin 73 geboren, 86 war Tschernobyl und auch auf der Realschule, auf der ich vorher war, hatten wir einen sehr guten Deutschlehrer, der mit uns eben diese Ökofragen alle durchgegangen ist. Und ja, da, es muss, also wir können als menschliche Spezies nicht ganz so deppert sein, wie wir uns im Westen und gerade in industrialisierten Gesellschaften Die anstellen. Es muss Ökologie andere ist. Organisationsformen geben und das war dann eben mit der zunehmenden Kenntnis über unter anderem auch das Buch von Bruce Chatwin, die Songlines, dann die Initialzündung zu sagen, okay, ich will das studieren, ich will wissen, wie haben sich andere Leute noch ihr Leben organisiert, weil so wie wir mit Natur und miteinander umgehen, das irgendwie, das habe ich mir gedacht, das funktioniert nicht. Sehr spannend. Und was bedeutet für dich konkret Anarchismus? Wir haben ja im Vorgespräch ja auch länger darüber geplaudert. Da gibt es ja zahlreiche Vorurteile, angefangen von, was ich, Bombenleger bis hin zu verträumte Utopisten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil sie da irgendwie tagträumen und das ist ja nicht realistisch und so. Also man hat ein Spektrum von wegen, die sind die Aggressiven, die Steine werfen. Und dann hat man aber das andere Spektrum dieser verträumten Utopisten. Was aber bedeutet für dich konkret Anarchismus? Ja, also zu Hause bin ich eigentlich jetzt so in der Graswurzelrevolution, also in der Zeitung, aber auch in diesem Spektrum des gewaltlosen Anarchismus. Also gerade die Richtung finde ich die also für mich passende und ich würde sie auch verteidigen als
Sozialste, also da bin ich schon gut zu Hause, aber vielleicht ist es am, also ich bin ja sehr spät erst zum Anarchismus gekommen, also jenseits der 40. Und Ausgangspunkt war bei mir, also ich beantworte die Frage auch im Umweg, Ausgangspunkt war bei mir, dass wir in der Volkshochschule, ich habe damals noch an der Volkshochschule in Wien gearbeitet, gesagt haben, wir machen ein Jahresthema und das machen wir Demokratie. Und ich habe dort Jugendliche aus aller Herren Weltländer unterrichtet. Also meistens war es so, dass wenn irgendwo in der Welt ein Bürgerkrieg war, waren die 2 Jahre später bei uns im Pflichtschulabschlusskurs, also in dem Lehrgang, der 1 Jahr gedauert hat. Und da habe ich gedacht, ja, ich bin Ethnologe und Philosoph und habe das ja auch studiert lange. Ich präsentiere mal so ein paar Sachen, die vielleicht Anklang finden können. Ne? Und dann habe ich eben recherchiert und irgendwie, ja, über so repräsentative Demokratie gibt es ja kaum was, wo so in der allgemeinen Literatur so da ist. Und ich dachte, ja, muss irgendwas geben in der Philosophie. So, ich habe gesucht nach einem schmissigen Text, ja, den hätte ich dann irgendwie vereinfacht oder so, irgendwie was Fahrt hat und die demokratischen Institutionen feiert. Und ja, das ist aber echt ein bisschen dünn, ja. Ich meine, außer der Schweiz, was irgendwie so ein bisschen direkte Demokratie versucht, gibt es da irgendwie nicht viel. Und mich hat es in der Recherche immer weniger zufriedengestellt, weil ich mir gedacht habe, ja, also, so einen Repräsentanten, ich meine, die machen ja eh meistens tatsächlich nicht das, wofür sie gewählt wurden. Und darüber kam ich eigentlich zu den Anarchisten. Und zur Anarchie, weil ich dann eben schon auf Autoren, Autorinnen gestoßen bin, die das völlig anders versucht haben. Ja, auch wie man Wirtschaft organisieren kann. Und das gepaart mit dem Wissen, das ich aus der Ethnologie hatte, dass es tatsächlich ja Kulturen gibt, die das anders machen, bin ich so langsam zum Anarchisten geworden. Oder langsam. Es war eigentlich relativ bald dann. Aber und da hätte ich dann eine Frage an dich, ja, weil wie das bei dir war, weil ich finde, es ist keine politische Richtung, Bewegung, auf die man so auf Anhieb stößt. Also das ist echt so ein bisschen esoterisch auch, dass ja von wegen Geheimwissen. Also wenn man jetzt nicht an der Uni in speziellen Gruppen ist zum Beispiel, dann kann einen das eigentlich das ganze Leben lang nicht betreffen, weil man nichts davon hört. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie verschwörungstheoretisch angedacht. Also vielleicht ist es auch eine Selbstkritik inzwischen auch an uns oder vielleicht auch eine Medienkritik. Aber wie ist es dir denn da eigentlich gegangen? Weil ich fand tatsächlich, es ist echt nicht leicht, zu diesen Gedanken und Autoren vorzudringen. Das ist eine gute Frage. Bei mir, ich bin auch ein Spätzünder gewesen, im Sinne von, ich habe erst, ich glaube, so mit Mitte 20 meine ersten Berührungen mit Anarchistinnen gehabt und dann fand ich das spannend. Wir hatten ganz verschiedene Buchlesungen, also Lesekreise, wir hatten einen Diskutierclub, Boxclub, Schachclub. Wir hatten einfach einen autonomen Raum und dort wurde ich dann eben sozialisiert quasi, weil wir haben einfach diese Bücher dann hergenommen und dann haben wir einfach kritisch darüber geredet. Und ich glaube, so begann dann die Neugier, weil ich dachte, was reden die und das will ich challengen. Und dann bin ich mit meinen klassischen Stereotypen gekommen, ja, aber wir können ja nicht anders und die Welt hat immer so sich gedreht und warum sollte es jetzt anders sein? Und damals noch mit meinen alten Denken wurde ich quasi auf den Kopf gestellt. Also meine Welt wurde tatsächlich so, okay, bam, da ist tatsächlich noch so ein Entwurf, eben Gesellschaftsentwurf, da ist noch eine Idee, da ist eben so ein Geist, der rumfliegt und das fand ich sehr spannend und dann habe ich mich da immer weiter reingelesen. Noam Chomsky war meine Einstiegsdroge, also das war so, das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, der ist so gesellschaftskritisch und on point und auch Teil der Friedensbewegung und trotzdem Anarchist, aber renommierter Professor. Der hat mich sehr, sehr begeistert. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Bücher von ihm gelesen und so bin ich dann auch in die Bewegung gekommen. Also eher so aus dieser Neugier heraus und dann viel gelesen.
Aber dann viel auch Aktivismus. Also wir haben in Bulgarien dann tatsächlich Demonstrationen organisiert und auch das war sehr spannend. Ich war ein bisschen bei der Antifa, würde mich aber dort nicht identifizieren mit denen. Bin eher ein anderer Anarchist, aber über das können wir vielleicht auch sprechen. Es gibt ja so viele Varianten von Anarchisten. Also auch Kapitalisten quasi, so Hayek und so könnte man als Anarchisten bezeichnen. Also ja, darüber kann man jetzt streiten, was ist echter Anarchismus, was nicht. Aber wie gesagt, genau, also so würde ich meine Reise beschreiben. Und das hat Ja. mich seitdem an nie losgelassen. Aber es war dann eine Gruppe, oder? Die dann bei dir irgendwie da war. Haben sich die dann so ganz selbstverständlich und selbstbewusst als Anarchistinnen geäußert oder geoutet? Oder wie bist du zu denen gekommen? Naja, ich die Liebe. Also es ist immer die Liebe. Es ist immer die Liebe. Es ist immer die Liebe. Das Schicksal wollte es so, dass ich mich in eine Anarchistin verliebt habe. Und sie hat ihre Masterarbeit über Anarchismus geschrieben. Und ich damals wenig Ahnung. Gesellschaftskritisch war ich zum Teil, aber von dem keine Ahnung. Ja. Und das hat mir den Anstoß gegeben. Und dann war ich neugierig, habe natürlich ihre Masterarbeit gelesen. Und dann, genau, hat sie dort mit ein paar Freunden, Bekannten diesen autonomen Raum gegründet, mitgegründet. Die haben ihn, wie gesagt, unterhalten, haben das organisiert. Und unter ihnen, also explizit Anarchisten waren nicht alle, das muss ich auch dazu sagen. Wir hatten unter uns Marxisten, wir hatten uns Feministen, wir hatten verschiedene Bewegungen, auch teilweise also christlich angehauchte Menschen, die plötzlich bei uns waren und wo ich mir dachte, warum sind die bei uns? Aber anscheinend assoziieren sich die dann doch ein bisschen mit Anarchismus. Und das war einfach ein witziger Haufen. Also und am besten, das muss ich auch ehrlich dazu sagen, am besten liefen und am meisten von außen externe Leute kamen immer zu diesen Samstag-Partys. Also wir haben da immer Samstag eine Party geschmissen, damit wir irgendwie die Miete zahlen. Und natürlich ist da eine Party zahlt schon die Miete. Also es ist eh immer dasselbe. Also zu den Buchlesungen kommt eh kein Mensch. Also da waren immer nur wir vier Hanseln und dann haben wir gestritten. Aber genau, ja. Okay. Aber was kannst du für dich ein Zentrum ausmachen? Weil, also bei mir ging es dann weiter eben über die Recherche für eben dieses Projekt, ja. Was ist Demokratie eigentlich? Dass ich mir gedacht habe, die Bewegung war ja eine antiherrschaftliche, generell, also die Revolutionsbewegung in Europa. Das, glaube ich, kann man schon als Konsens ausmachen. Also das ist dann schon noch ein bisschen schief gelaufen, also ein bisschen ziemlich schief gelaufen. Aber so der demokratische Impetus, würde ich schon sagen, war jetzt, wir wollen von Herrschaft loskommen. Also wir wollen einfach unser verdammtes Leben selbst bestimmen. Und das finde ich, wenn man Demokratie logisch zu Ende denkt, landet man einfach notwendigerweise beim Anarchismus, weil das die stärkste demokratische Bewegung ist, wenn man jetzt von dieser Tradition aus herkommt, sagen wir, okay, wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Wir wollen nicht beherrscht werden, sondern unser Schicksal, sowohl kollektiv wie individuell, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke vom Anarchismus, dass er diese beiden Seiten auch hat und versucht, da einen Ausgleich zu finden, dass das ist, unsere Stärke ist, auch in den Entwürfen und auch in der Vielfalt, die bei uns zu finden ist. Genau, und konntest du da auch für dich so einen Punkt finden? Also diese Herrschaftsfreiheit in der demokratischen Frage, weil es gibt ja auch Leute, die wollen eher diese individuelle Selbstbestimmung im Vordergrund haben und sehen, als jetzt diese Herrschaftsfreiheit und Selbstbestimmung, was politische Systeme angeht, zum Beispiel. Ich war von Anfang an, also eben weil die Liebe zu Chomsky da war, und natürlich hat er auf Rudolf Rocker am Anfang zumindest immer rekurriert, also diesen anarcho-syndikalistischen Zweig. Und ich habe mich dann jahrelang auch als anarcho-syndikalist gesehen. Und ich war und bin Mitglied anarcho-syndikalistischer Gewerkschaften in Österreich und in Bulgarien. Und ich habe dann bei der Organisation mitgeholfen und war Mitglied. Und wie gesagt, da habe ich viele Jahre auch verbracht. Also das ist schon ein Strang in mir. Mittlerweile würde ich mich eher als Anarcho-Kommunist bezeichnen.
Wobei, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich nur Kommunist werde. Nein, Das wollen wir Spaß. jetzt nicht hoffen. Aber naja, das ist das Alter. Mit dem Alter kommt dieses konservative Denken. Nein, Spaß. Aber Da bin ich ein Gegenbeispiel. ja, es scheint, ja wirklich, scheint so. Wahnsinn. Nein, genau, also das ist eher so diese zwei Stränge. Also ich habe ja noch immer Liebe und Sympathie zum Syndikalismus, so ist es nicht. Also ich finde das noch immer eine gute Bewegung, aber. Ja, vielleicht kannst du da nachher ein bisschen mehr erzählen, weil das ist eigentlich eine Richtung, die fehlt in unserem Buch so ein bisschen. Oder da haben wir eigentlich wenig aufgenommen aus der Tradition des Anarchosyndikalismus. Wir hatten zwar einen eingeladen, also den Ralf Bunicki, der erwiesenermaßen Anarchosyndikalist ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber der macht wohl hauptsächlich noch Gewerkschaftsarbeit in der FAUD oder in der FOAU, wie sie jetzt heißt, und konzentriert sich sehr auf seine Poesie. Also, schreibt anarchistische Lyrik. Und der hat uns dann aber weitervermittelt, weil ich bin auf ihn gestoßen, weil er eine Dissertation geschrieben hat über Konsensfindung. Und hat uns dann an Christoph Besemer hat er mich weitervermieten oder an die Werkstatt Gewaltfreie Aktion. In Freiburg sitzen wir. Und so sind wir zum Christoph gekommen, der bei uns auf der Tagung, aus der dann das Buch auch hervorgegangen ist, einen Workshop gehalten hat. Weil uns interessiert hat, okay, wir wollen keine repräsentative Demokratie haben, aufgrund zahlreicher Schwächen. Und ich finde, da ist der Beitrag von Steven Shalom auch super, super, super. Und er hat auch einen ganzen tollen Vortrag gehalten auf der Tagung, wo er zuerst sozusagen mal skizziert hat, welche schwerwiegenden Mängel die repräsentative Demokratie eigentlich hat. Und dann hat er in weiterer Folge eben sein Modell der vernetzten Räte skizziert. Aber unser Anliegen war dann für die Tagung und für das Buch möglichst konkrete Vorschläge zu finden und vorzustellen aus dem anarchistischen Spektrum, die zeigen, dass es anders geht, anders gehen kann und auch schon funktioniert hat und funktioniert. Und da gibt es jetzt auch eigentlich eine große andere Tradition, die sagt, wir wollen es nicht konkret machen. Also da, weil das die Fantasie kaputt macht. Ich finde nicht, dass sich das widerspricht. Also, sondern die einen brauchen halt den Freiraum, den sollen sie haben. Es zwingt ihnen ja keiner eine Schablone auf. Also ich bin auch der Letzte, der sagt jetzt, hier ist eine Schablone, wir müssen das dann hundertprozentig so durchsetzen. Völliger Unsinn. Aber zumindest bei mir ist so, ich brauche es konkret, damit ich dann auch an dem konkreten Modell oder an dem Turm, der Löcher haben kann, bei dem man noch eine Wand schief steht, weiterbauen kann. Das tue ich mir viel leichter, als wenn ich irgendwie reingeworfen werde und sage, jetzt mach mal eine neue Gesellschaft und so. Ich glaube auch, dass es nicht funktioniert. Also, inzwischen komme ich ja mehr oder weniger dazu, dass ich sage, okay, revolutionär zu sein oder sage, okay, wir brauchen tatsächlich eine Revolution, also einen Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch wieder aus der Öko-Ecke kommend, aber auch aus der antikapitalistischen Ecke kommend, weil es so einfach nicht geht. Also, das ist zunehmend ersichtlich, dass dieses System hochgradig dysfunktional ist. Also wir schreiben das, wir ergehen uns da so ein bisschen in der Einleitung, dass wir das so skizzieren, was alles im Argen ist. Also 2023 ist der CO2-Ausstieg schon wieder gestiegen. Oder was heißt schon wieder, immer noch ungebrochen. Und inzwischen werden ja die Klimawissenschaftler immer schlafloser denn je, weil wenn man sich intensiver und mit den Details auseinandersetzt, sieht man, dass diese Kipppunkte immer mehr erreicht werden. Einige sind sogar schon überschritten. Und von daher glaube ich, dass es immer klarer ist, dass wir ein anderes System auch brauchen. Ja, und das Buch versucht halt dann auch zu skizzieren, in welche Richtung das gehen kann. Also wir haben einen rechten Bereich aus dem Recht. Wir haben so einen politischen Bereich, wo wir uns um die politische Organisation gekümmert haben.
Und wir haben einen Bereich, der sehr stark in den Fokus nimmt, den wirtschaftlichen Teil. Also wie kann eine anarchistische Wirtschaft ausschauen? Also eine Wirtschaft, die selbstbestimmt ist, wo die Leute über die Produktionsmittel sowieso verfügen, aber auch eine anarchistische Organisationsweise in dem Sinne, dass die herrschaftsfrei ist, also nicht zentral gesteuert ist, sondern von unten nach oben geht. Wie kann sowas ausschauen? Und fürs Buch ist es uns dann gelungen, abseits von Parikon noch den Kommunismus mit hineinzunehmen, also wo Stefan Meritz und Simon Sutterlüthi dann auch noch einen Beitrag geleistet haben. Genau, jetzt haben wir eh schon noch das teilweise angeschnitten, die Frage, nämlich wie das Buchprojekt entstanden ist. Das hast du teilweise angeschnitten und wer die Co-Autorinnen, Autoren sind. Du hast ja erwähnt, dass da gab es diese Tagung, in Freiburg. Genau. Und das habt ihr zu dritt quasi dort aufgezogen. Und Genau. genau. Ja. Gab es Feedback? Also, Was war die Erfahrung dort? Also was, wie, genau, wie ist dann die konkrete Idee entstanden? Okay, jetzt machen wir ein Buch draus. War wirklich so viel Input oder war einfach die Idee war, also Uwe und ich haben eben, wie wir das jetzt auch schon begonnen haben, so ein bisschen ziemlich viel hat gelästert auch oder waren zum Teil traurig, wütend über die bestehenden Verhältnisse. Und ich bin halt immer mit dem Anarchismus dahergekommen und sage, ja, wir haben jetzt eigentlich schon die Lösung oder viele Lösungen. Und Uwe hat eigentlich die Initialzündung ausgelöst, um zu sagen, okay, jetzt machen wir eine Tagung draus. Ja. Also er ist ja auch Prof an der PH Freiburg und war zu der Zeit auch Dekan. Und von daher hatte er auch die Möglichkeiten und Mittel, das in die Wege zu leiten. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und da ist die Göste dann auch recht bald dazu gekommen, die er Uwe auch eingeladen hat, weil er schon öfter mit ihr zusammengearbeitet hat, die jetzt nicht so viel mit dem Anarchismus eigentlich zu tun hatte und von daher auch ein gutes Korrektiv war für uns dann eigentlich, um zu schauen, okay, das passt oder das ist ein guter Vorschlag. Oder die Leute kann man sehr gut einladen, oder kann man nicht aus dem Bereich noch jemanden nehmen? Und was haltet ihr jetzt von dem und so? Und dann haben wir das eigentlich zu dritt ganz gut hinbekommen. Und unsere Haltung in der Tagung war, glaube ich, oder gegenüber den Gästen, die wir eingeladen haben, eine recht wichtige, dass wir zum Beispiel nie auf die Idee gekommen sind, selber einen Vortrag zu halten. Also das gibt es ja auch oft oder oft. Ja. In der Wissenschaft die Wissenschaft ist ja voll von so eitlen Pfauen. Und das glaube ich, also zumindest für Gäste und Uwe kann ich das sagen, dass die völlig frei von solchen Allüren sind. Und wir wollten halt eine Bühne schaffen dann auch. Und für die Leute, um ihre Prä Ideen sich selbst zu präsentieren, was ihre Vorschläge sind. Und das kam dann schon eigentlich auch im Feedback raus, dass sich die Leute sehr wohl gefühlt haben, weil uns es ein Herzensanliegen war eigentlich, dass es auch so läuft. Also, dass wir sozusagen uns sehr zurücknehmen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ich meine, es ist auf wissenschaftlichen Tagen ja durchaus auch üblich. Das gehört ja auch zum Habitus. Dazu, nur hinter dem Habitus ist halt oft nicht so viel dahinter. Also ich beziehe mich jetzt auf einen Begriff von Pierre Bourdieu, der sehr viel dazu gearbeitet hat, wie Menschen so werden, wie sie sind. Also dass ihr soziales Umfeld sie sehr stark bestimmt und das dann eben in den Habitus übergeht. Den Begriff hat er aus der Antike, ich glaube sogar von Aristoteles. Hegel hat ihn dann weiter ausgeführt. Der bezeichnet eben ein Set von oder ein Sammelsurium von Gedanken und Handlungsmöglichkeiten, die ein Mensch hat und die erworben sind aufgrund seiner Sozialisation. Man könnte es auch mit Marx sagen und es ist immer auch gestritten worden, ob Bourdieu ein Marxist war dann letztendlich, aber Marx hat ja auch gemeint, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Und Bourdieu hat das eben empirisch mehr oder weniger bis in Details wie Körperhaltungen nachgezeichnet.
Und ja, das wollten wir eben aufbrechen. Also das ist eigentlich ein Punkt, wo Uwe und ich uns kennengelernt haben. Und das ist wahrscheinlich schon noch ein sehr anarchistischer Strang, diese vorgefertigten Meinungen oder die erworbenen Meinungen zu durchbrechen. Und das ist auch eine offene Frage. Ich weiß gar nicht, ob es dazu Literatur gibt, warum und wieso es den Anarchismus überhaupt gibt und wie er das geschafft hat, in seiner Literatur, in seinen Aktivitäten, in seinem Aktivismus, in seiner Bewegung, als kollektive Bewegung eigentlich, so einen Widerpart zu bilden, der eben sich diesem Habitus entzieht und sogar sehr stark gegen ihn arbeitet, was ja nicht einfach ist. Also den Habitus, seinen eigenen Habitus zu brechen, zu durchbrechen und ist die Frage, ob das überhaupt geht, aber zumindest zu erweitern, ist ja nicht einfach. Ja? Also Bourdieu hat es an einem Beispiel gebracht, das für ihn so schlagend war, an Transgender-Personen. Dass Menschen, die jetzt entdecken, okay, sie sind im falschen biologischen Körper gelandet und zum Beispiel als Mann sozialisiert wurden, dass die den Gang nicht ablegen können oder nur sehr schwer. Und also ich bin jetzt kein Fachmensch, ja, aber es ist aus anderen Erfahrungen und Berichten ähnlich schwierig. Ja? Wenn du aus der Arbeiterklasse kommst, wie ich jetzt zum Beispiel, dann sich in gehobenen Kreisen zu bewegen, in akademischen Kreisen. Also das habe ich schon noch lernen müssen zum Beispiel. Es dauert dann schon noch mal. Das machst du nicht so in ein, 2 Wochen, was Kleidung angeht, ja, sich in der Kleidung dann auch wohlzufühlen, ja, andere ja, Bewegungen anzunehmen, ja, und dann bricht es halt immer wieder auch durch oder ändert Natürlich. sich auch. Sitzhaltung. Ich habe zum Ja. Beispiel ein Temperament und ich werde schnell laut, aber ich meine es nicht aggressiv oder so, aber das ist halt so. Vor allem, wenn man gegen mich argumentiert, nein. Aber das musste ich dann in der Uni ein bisschen ablegen. Also solche Dinge, aber ich verstehe voll, aus welcher Richtung das kommt, ja, voll. Ja. Da kann ich da voll das nachvollziehen, ja. Und es ist dann aber auch Aber paradox, weil wenn man dann wenn man so will, Kleidung sich angezogen hat, diese akademische Kleidung oder diese Maske oder dieses, wenn man das Theater spielt mit Goffman, dann ist es ja auch schwer, das abzulegen. Also zum Beispiel alte Schulkollegen von mir sagen, ja, du machst immer so gute Videos, aber ich verstehe nicht, was du sagst. Also das ist halt auch manchmal so, meine eigene Mutter versteht die Bücher nicht, die ich publiziere. Also man verliert auch dann ein bisschen den Boden, finde ich, zu quasi Nicht-Akademikerinnen. Also das ist ein Strang, den ich sehe. Und das andere ist, weil du gesagt hast, ihr habt diese Veranstaltung in Freiburg gemacht, da ist mir sofort in den Sinn gekommen, also die erste Frage ist mir aufgeploppt, so, wer lässt das zu? Also warum wird das so. Keine Ahnung, das ist eine Seltenheit. Also, dass Anarchismus so gelehrt wird und auch präsentiert wird, das ist eine ganz große Seltenheit, weil auch bei der Finanzierung, wer finanziert denn so ein Projekt? Also, du musst bei EU-Anträgen, bei was ich, Drittmittelakquise und so weiter, musst du auf viele Wörter achten. Da gibt es eine eigene Antragsprosa, wo du das schön formulierst, wer was hören will oder wo du annimmst, wer was hören will. Also und da zum Beispiel Anarchismus reinzuschreiben, ich meine, das ist ein Schuss ins Knie. Also das, naja, wer finanziert da das? Also und da kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass das auch eine gewisse Einengung gibt, so soweit ich das sehe. Und auch im Akademischen. Also ich glaube, da hat der Marxismus zum Beispiel weit mehr erfolgreichere Chancen, Anträge zu stellen. Auch der Jargon. Ich glaube, vieles aus dem ist ich möchte nicht sagen Mainstream, aber eher noch als Anarchismus. Anarchismus ist eine ganz, ganz kleine Schiene. So sehe ich das in dieser akademischen Welt. Aber vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht. Ich meine, ihr habt ja auch diese wunderschöne Tagung organisiert. Also es geht anscheinend auch anders. Ja, ich glaube, denke, das hat mit Uwes Position zu tun. Also, und mit seiner Haltung, die halt so suchend forschend ist und keine Scheuklappen kennt. Ja. Und so kennen ihn wahrscheinlich auch seine Kolleginnen. Und die haben halt dann wahrscheinlich gesagt, ja, wird schon so richtig sein. Also,
Wir haben nie ausführlicher darüber geredet, eigentlich, jetzt wo du mich das so fragst. Also eigentlich soll es eine Selbstverständlichkeit sein, gerade in der Wissenschaft und von dem Eigenverständnis her, sich alle Richtungen anzuschauen und zu untersuchen, gerade auch in dem sokratischen Zugang, dass jede Meinung nur dann was wert ist, also wie das Leben auch, wenn es eben untersucht wurde vorher. Ja? Also wie kannst du wissen, dass es das Beste ist, wenn du überhaupt nicht drüber nachgedacht hast? Und ja, da der Uwe eigentlich das in allen Belangen so liebt, glaube ich, dass er dadurch das geschafft hat. Aber also er hat irgendwie den Antrag gestellt und gesagt, wir machen die Tagung und gut war's. Also es gab tatsächlich keine Schwierigkeiten. Also zumindest nicht, oder er hat es mir nicht erzählt, aber ich glaube, das hätte er dann schon gemacht. Bei der Finanzierung oder bei der Aufstellung der Tagung dann auch. Wobei, was schon der Fall ist, wenn wir darüber reden, ist, wir haben jetzt versucht, das Buch publik zu machen und sind inzwischen auch schon 3, 4 Rezensionen erschienen, aber alle ausschließlich in linken Medien. Also ich habe ja auch versucht, beim ORF, also Ö1 und anderen Medien, also Süddeutsche Zeitung, Spiegel, also alles, ja, also irgendwie, okay, so unbedarft irgendwo auch, ja, wahrscheinlich Leute, die da mehr Erfahrung haben, will sagen, ja, brauchst du jetzt gar nicht probieren. Und da ist nichts gekommen, also echt null, also ob das die Zeit war oder so, also aus bürgerlichen Medien, wobei das komisch ist, also die Zeit hat ja schon, glaube ich, über Kropotkin Artikel gemacht. Es gab beim Deutschlandfunk mal eine lange Nacht der Anarchie. Also auch da ist schon mal was gemacht worden, auch zu einzelnen Anarchisten. Ich glaube, es war auch Kropotkin, ja. Aber unser Buch wollten sie nicht haben. Oder es gab dann mal ein Hin und Her mit der Kulturzeit, aber die haben das dann auch nicht bringen wollen. Weil ich meine, ein Buch sei schwer umzusetzen, so filmisch, aber ich meine, das machen sie eigentlich an jedem Tag mit einem anderen Buch. Also, wieso soll das dann bei unserem nicht klappen eigentlich? Also, es ist schon irgendwie komisch, ja. Also, da gibt es große Berührungsängste, weil wir zu gefährlich sind oder unsere Ideen zu gut, ja. Würde ich ja auch sagen, dass die gut sind. Und ja, aber. Ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit auch. Also die Graswurzelrevolution hat eine Auflage, ist um die 3000. Die gibt es jetzt auch schon sehr lange. Es ist schon durchaus ein Erfolgsmodell. Aber das schreibt ja auch der Bernd Drücke in seinem Buchbeitrag bei uns. Also da geht er näher darauf ein, auch auf die Geschichte des Anarchismus. Also da könnten wir jetzt auch nochmal einsteigen oder eigentlich mit seinem Beitrag und mit ihm drüber reden, was Anarchismus eigentlich ist und wie es um ihn bestellt ist. Also es gab ja einige anarchistische Revolutionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also in Bayern gab es ja auch die Räterepublik, ja. Spanische Revolution, das war mehr oder weniger das größte anarchistische Ereignis. In Mexiko stark anarchistisch beeinflusst. Es gab wohl mehr Anarchisten in den Arbeiterverbänden. Anfang des 20. Jahrhunderts als in sozialdemokratischen oder kommunistischen Bewegungen, wenn ich da richtig informiert bin. Und es gibt nichts mehr von all dem. Also nichts mehr ist zu viel, aber es ist klein. Ja, ich glaube, die FAU hat 3000 Mitglieder in Deutschland. Also das ist verschwindend. Und wie kam es dazu? Also die Erklärung ist halt wahrscheinlich sehr simpel. Sie wurden alle ermordet. Also, oder nicht alle, aber fast alle oder sehr, sehr viele. Ja? Der Krieg und die Revolution sind alle verloren gegangen. Und ja, ist nicht viel übrig geblieben dann von der Bewegung in den beiden Weltkriegen und in den Revolutionen. Oder wie siehst du das? Also, du hast da über eine größere, längere Zeit mit der Frage verbracht. Gehen wir auf das noch ein. Ich wollte kurz ein bisschen Kapitalismus betreiben. Und zwar, Okay. das Buch ist verlinkt und das kann man in der YouTube-Infobox auch kaufen. Anarchistische Gesellschaftsentwürfe, also einfach draufklicken. Genau, und dann vielleicht noch ein bisschen für mein Ego.
Ich habe auch schon mit vielen dieser Autorinnen, die ja im Buch drinnen sind, ja auch schon Interviews geführt. Also Daniel Loick, Bernd Drücke, John Holloway, Peter Seifert und so. Also es ist wirklich ein ganz großartiger Sammelband und kann ich nur empfehlen, vor allem auch große Namen, Konstantin Wecker etc. etc. Also wirklich, ja. Ein wunderschönes Band. Genau. Das wollte ich noch so als Werbeeinschaltung, weißt du, so ganz, ganz, ganz so dezent. Ja, danke. genau. Sorry, was war jetzt die Frage nochmal? Ja, der Niedergang der anarchistischen Bewegung in den beiden Weltkriegen und Genau, den genau, genau, Revolutionen. Warum genau. ist es nicht gelungen, das wieder aufzubauen? Genau. Oder wir sind ja im Aufbau befasst. Also das Buch ist, will ja auch einen Nein. Beitrag dazu leisten, explizit. Und die Bemühungen, auch in die bürgerliche Presse zu kommen, dienen ja auch, also haben diesen Hintergrund, das stärker zu machen. Und einige Companieros und Companieros haben dann auch gemeint, ja, es ist, also, wobei das mein Eindruck ist, will ich jetzt sagen, ja. Man kam schon so mal eine Meldung, aber dass das nicht zielführend ist, das muss aus eigener Kraft rein größer werden und so. Und ich bin dezidiert anderer Meinung. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit aufgeschlossenen Leuten, auch aus dem bürgerlichen Spektrum, man eigentlich sehr viel Land gewinnen kann mit anarchistischen Ideen. Also, weil sie eben so gut sind, würde ich sagen. Und Also, weil sie Löcher füllen. Also, viele, viele Fragen können die herkömmlichen Philosophinnen und Wissenschaftler nicht beantworten, weil sie in diesem Staatsdenken so drin sind. Und weil sie glauben, also da gibt ja auch von diesem Kulturwissenschaftler dieses schöne Zitat, mein, wenn ich auf deiner Position bin, weiß ich es immer, weil dann frage ich die Leute, aber jetzt fällt es mir nicht ein, es ist eher das Ende der Welt vorstellbar als das Ende des Kapitalismus. Ja? Das ist halt Quatsch. Ja? Und, aber das können sich viele Leute tatsächlich nicht mehr vorstellen. Ja? Ich glaube, da hat sich schon noch was getan, so seit den 70ern. Also es war ja auch eine Revolution und die 68er-Bewegung hat ja auch viel aufgebrochen und ist ja auch verloren gegangen in vielen Hinsichten. Also es ist ja nicht gelungen, Strukturen zu etablieren. Ja? Und wir sehen jetzt auch, also in vielen wissenschaftlichen Disziplinen, also für die Psychologie würde ich das so sagen wollen, weil ich das ja auch als, ich habe Lehramt studiert, das haben auch meine alten Tage und PP. Also da gibt es viele, wobei ich kann das. Ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Also, weil ich so den Überblick nicht habe im Lehramt, PP, also Psychologie und Philosophie, kriegst du nicht die ganze Bandbreite mit. Aber so den Eindruck, den ich habe, ist, dass so aus dieser 68er-Bewegung schon viele Leute auf Lehrstühle geschafft haben, aber die es verabsäumt haben oder überrollt wurden oder wie auch immer, ist es nicht gelungen, die Lehrstühle so nachzubesetzen, dass sich diese Richtungen gehalten haben. Es gibt eine sehr starke technisierte Psychologie, würde ich jetzt sagen. Also die sehr viel mit Umfragen arbeitet, mit Tests und so weiter. Aber so eine kritische oder wie sie auch genannt wird, humanistische Psychologie, dass die jetzt sehr dominant, also dominant null, ja, also wenn sie überhaupt besprochen wird. Also da werden Namen erwähnt, das ja. Also Rogers zum Beispiel, aber das war es dann auch schon. Also da ist eine ganz große Schieflage da und auch da sind viele kulturelle Errungenschaften eigentlich schon verloren gegangen. Und in der Philosophie sehe ich das ähnlich. Also Anarchismus, ich meine, da wirst du auch gut Bescheid wissen, in der Philosophie zu hören. Also wo, also das Größte, was, also den einzigen, den wir mal zu Gehör bekommen haben, das war Robert Nozick. Also, wenn ich einen Anarchisten wählen wollte, ja, wo ich sicher gehen will, dass keiner Anarchist wird, dann lese ich Robert Nozick oder lass den lesen. Weil das ist halt so ein Individualanarchist, ja, Staat mag er nicht und so. Also, nur als Rahmen muss der eben natürlich schon da bleiben. Ansonsten sollen halt die Individuen sehr stark ihr Schicksal selbst bestimmen dürfen. Aber das passiert alles noch im kapitalistischen Rahmen eigentlich. Also von kollektiver Selbstbestimmung oder einer Möglichkeit, sich anders zu organisieren, sei es jetzt in Räten, in Föderationen, wie auch immer, ist davon wenig, wenig da. Also das ist sehr, sehr schade.
wo ja die Philosophie eigentlich den Impetus hat, ja, alles untersuchen zu wollen, also sich einfach alles anzuschauen. Aber de facto würde ich sagen, ist das nicht der Fall in weiten Teilen der akademischen Philosophie. Und der Peter Seyfarth hat eigentlich Ähnliches berichtet, auch aus der Politologie, also dass da auch kaum Menschen sind, die abseits des Mainstreams auch mal abseitigere politische Philosophien wie den Anarchismus behandeln und das ernsthaft betreiben, also sich mit diesen Ideen auseinandersetzen. Absolut, ja. Ich glaube auch zentral zu deiner ursprünglichen Frage auch zurückkehrend, ich glaube auch, es haben sich dieses Denken auch etabliert, dieses ja, Denken, dass die Masse, ich verwende absichtlich jetzt auch diesen Begriff, dass das wie Herdentiere sind quasi und die müssen geführt werden, weil sonst, genau, sonst bricht Chaos aus und sonst, was sehe ich, überrollen wir uns oder nehmen uns das Essen weg oder auf einmal stechen wir uns alle ab und sind auf einmal die Urmonster. Und die Filme, die das quasi auch so unterfüttern, da gibt es ja so viele Serien auch mit diesen, da kommt eine Zombie-Invasion und auf einmal, wir müssen gegen die Zombies kämpfen und so weiter. Und dann merkt man aber, wie staatliche Strukturen dann zerfallen und dann merkt man, wie die eben auch Filmindustrie ja auch in diesem Denken drin ist. Ja, es müssen sofort Hierarchien gebildet werden. Also nichts mit Spontanität oder nichts mit Basisdemokratie oder so, sondern da kommen immer Hierarchien dabei raus. Es muss immer einen Führer geben, quasi einen Leader, einen politischen. Und ja, der zieht die Fäden. Und ich glaube, aus diesen, also liberale und ich merke das auch in vielen Gesprächen mit Kollegen, Freunden und whatever. Viele, aber wurscht aus welchem Spektrum, also sei es liberale, konservative, rechte, die haben so eine gewisse auch Abneigung, habe ich so das Gefühl, gegenüber der Bevölkerung. Also so, sie sind dem skeptisch gegenüber. Naja, aber was ist, wenn wirklich alle jetzt das sagen dürfen? Oder wählen dürfen oder es gab es ja damals mit den Frauen, ne? Was passiert, wenn die Frauen wählen? Na, Katastrophe, weil die würden ja so oder so wählen, ne? Das war der damals auch der Geist. Der Zeitgeist war, wenn alle wählen dürfen, ist eine Katastrophe. Und dasselbe hat man dann gespielt mit den Schwarzen in Amerika. Naja, aber was ist, wenn die Schwarzen wählen? Die wählen ja für ihre Interessen, es wäre schrecklich, ne? Und so weiter. Also, naja, natürlich. Und dieser Zeitgeist hat sich halt durchgesetzt. Und jetzt leben wir in dem Zeitgeist, wo zwar Schwarze und Frauen und ja, People of Color und so weiter. Also alle, das haben wir relativ gut jetzt differenziert und ich glaube, das kriegen wir relativ gut hin. Aber die Hierarchie und das dahinter, hinter den Wahlen, ich glaube, das haben wir noch nicht ganz, diesen Zeitgeist haben wir noch nicht, da brauchen wir noch ein paar tausend Jahre. Also, ja. Ja, aber das ist das Schöne mit der Ethnologie kommend. Also Leute, die aus anderen Ethnien entführt werden oder auch Weiße, die dann entführt wurden und aufgewachsen sind in den indigenen Kulturen, lernen die Sprache und die Kultur so. Und das ist das Erfreuliche, dass wir jede Sprache der Welt lernen können. Und ich glaube, dass es auch mit der Kultur möglich ist. Es ist natürlich Kindern einfacher, aber es gibt Möglichkeiten des Umlernens und des Verlernens und des Sich-Freuens und der positiven Erfahrungen, wenn man die macht, dass das auch einen Einfluss hat. Wir müssen halt diese Gelegenheiten schaffen. Und das ist natürlich im Kapitalismus jetzt schwierig. Und gerade, ja, es wird jetzt auch nicht leichter. Aber wir haben jetzt in dem Band immer versucht, auch ein paar Vorschläge zu machen. Also zum einen von der Gerlinde Krehn zum Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen. Und das war auch der Punkt, also der Ansatz, bei dem Uwe und ich uns kennengelernt haben. Also die Gerlinde schlägt darin vor, das als gemeinschaftsbildend auch zu verstehen, aber diese Methode des Philosophierens mit Kindern und Jugendlichen, wie sie von einer ganz normalen Akademie oder eigentlich von vielen Personen betrieben wird. Also es gibt es in Amerika, in Britannien, in Australien, überall gibt es diese Bewegungen. Was mir jetzt an dem Ansatz, den die Gerlinde vertritt, sehr gut gefällt, ist, dass er letztendlich ein anarchistischer ist. Anarchistisch in dem Sinne,
dass du einfach anfängst, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, wie auch immer, mit einer Gruppe zu philosophieren und man sich gemeinsam auf die Suche nach Wahrheit macht. Und es sieht so aus, dass am Anfang die Moderation total anti-anarchistisch ist. Also es gibt eine Moderation, also es gibt, und zu der kommt immer dieser Gesprächsball zurück nach jeder Wortmeldung. Völlig autoritär. Nur das Ziel ist, sich komplett als Moderation aufzulösen. Und wie lernt man das? Das lernt man, indem man die Moderation versucht zu imitieren. Also es ist eine stufenweise Entwicklung dahin, in der die Moderation immer mehr Verantwortung abgibt. Also die Verantwortung, dass sich der Gesprächsball eben zwischen den Teilnehmenden hin und her bewegen darf, hin und her geworfen werden darf, ja. Dass die Fragen, also die Hauptfrage, der man sich dann widmet, die philosophische Frage dann auch von den Leuten kommt. Und so gibt es immer mehr Verantwortung ab, aber sozusagen am Lernenden, am Vorbild. Und aber mit einer ganz wichtigen Haltung, nämlich der philosophischen Haltung, alle Meinungen sind gleich viel wert. Und ich bringe mich nicht ein mit eigenen Beiträgen, sondern ich versuche das Gespräch durch Fragen zu entwickeln. Also diese tatsächlich sokratische, diese Hebammenkunst. Und dazu gibt es auch eine Ausbildung, die ich auch wirklich wärmstens empfehlen kann. Bei der Akademie in München jetzt, inzwischen sind die dort angesiedelt, aber ja, das gibt es gar nicht so oft, dass man so eine Ausbildung auch machen kann. Also es gibt es auch in Graz, gibt es auch eine ähnliche Richtung, die aber dann Philosophy with Children eher angesiedelt ist. Und mit Kindern zu philosophieren ist halt was anderes als, Entschuldigung, das Graz ist for Children. Philosophy for Children. Ja, und das ist was anderes, als wenn du mit Kindern philosophierst. Also da gibt es auch andere Herangehensweisen, die sind nicht alle so egalitär, wie jetzt der Münchner Ansatz ist, ja. Und es gibt noch in Hamburg die Frau Calvert, die das macht, in Zürich das Sprüngli, ja, dann gibt es in Hawaii den Jackson. Also sind ganz, ganz tolle Leute, alle für sich. Und die Münchner haben sich das eigentlich eklektizistisch zusammengesucht und haben da ihr eigenes Ding gemacht, aber deswegen haben die anderen Ansätze auch alle was für sich, ja. Ich habe halt auch den gelernt und was mir halt da gefällt, und das ist schon bei vielen dieser Ansätze gleich, dass die Leute lernen, selbstständig zu denken. Und das ist halt schon noch was man lernen kann, muss und sollte. Kann man sagen, als ja, einige Anarchistinnen würden wahrscheinlich sagen, ja, das können die Menschen sowieso von Haus aus. Nein, würde ich sagen, nein. Das kommt eben auf die Kultur an, die das fördert. Auf den Raum, der bereitgestellt wird. Und der ist nicht immer gleich groß und manchmal ist er halt auch überhaupt nicht da. Und das Buch ist halt der Versuch, einen Raum zu öffnen. Und Gerlinde macht es halt auch in der Weise, dass sie halt sozusagen das Philosophieren einbringt als eine Möglichkeit, da weiterzukommen in eine Gesellschaft, die eben herrschaftsfrei, also anarchistisch ist. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch den der Ilja angesprochen hat mit seinem Erzählen von Gegenentwürfen, dass er ja auch mit seinem neuen Buch gut, also ich finde, sehr, sehr gut herausragend gemacht hat. Tausend und ein Morgen. Und damit halt auch gerade, weil er so erfolgreich ist, hoffentlich viele Menschen gewinnen kann, mal abseits der Spur zu denken und sich andere Welten vorzustellen. Ja, also andere Welten vorzustellen, dann sind wir gleich schon beim anderen Buchtitel von ihm, nämlich den Weltensammler. wo er über Richard Burton schreibt, der Welten sammelt, also auch ein Ethnologe war eigentlich. Ilya hat ja auch Ethnologie studiert. Und der Richard Burton ist eben auch in Indien, in Afrika gewesen und hat, also durchaus ambivalente Figur, aber hat eben auch Welten gesammelt, andere Vorstellungswelten, Denkweisen und die weiter zu befördern und darzulegen, ja, haben wir uns halt eben auch bemüht. Und Ilya erzählt halt in dem Buch auch von so einer Mine, die in einem Dreiländereck war und die, wo eben, die ist heute bekannt für Esperanto, für die Sprache, ja.
Aber was er präsentiert, war eigentlich, dass die Herrschaft frei organisiert war und zwar über lange Zeit und dass das sehr gut funktioniert hat. Weil es immer heißt, es geht nicht, ja. Also es funktioniert überhaupt nicht. Ja? Also das schminkt sie sich ab. Also wir brauchen einen Führer. Also das ist ja auch in demokratischen Disku von Demokraten kommt es ja auch immer, wo ich mir inzwischen ja auf die Schenkel klopfen könnte. Wir brauchen einen Führer. Ja, soll es eine Führerin sein, ja. Also das ist ja auch eine Geschichte, die eben auch vom Feminismus stark bearbeitet wurde oder zum Teil eben auch nicht, ja. Also ich finde, es bringt gar nichts, führende Personen, wenn das jetzt Männer sind, mit Frauen zu ersetzen. Also wäre wahrscheinlich eine Verbesserung, ja, gut. Aber ich meine, so toll fand ich jetzt Merkel auch wieder nicht. Tanzu Chiller war auch kein Erfolg. Und in Indien, na, wie hieß die gleich wieder? Ja. Wie hieß die Frau, die lange in Indien Präsidentin war? Also Premierministerin. Fällt mir jetzt auch nicht. Ja, jedenfalls war die ganz lange da, Ja, war auch ja. korrupt. Mag sein, dass sie besser war als ihre Männer, aber von einer Politik, die jetzt gut gewesen wäre für die Bevölkerung, die emanzipatorisch gewesen wäre, ja, davon war man auch noch ganz weit weg, ja. Also ich glaube, da muss man einfach Strukturen verändern. Und ich finde den Vorschlag oder das Projekt, was da in Rojava läuft, super. Also die haben jede politische Spitze doppelt besetzt, einmal mit Mann und mit Frau. Ja, versucht es mal bei uns. Also das finde ich großartige Idee. Ja. Wobei es da auch schon wieder andere, also das ist eine Idee, ein Vorschlag. Bei uns im Band hat die Ilse Lenz dazu einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich den der Geschlechtersymmetrie. Also auch aus der Ethnologie kommend, hat sie eben präsentiert sie in unserem Band die San in der Kalahari-Wüste in Afrika und die Haudenosaunee. Bei uns besser bekannt als Irokesen, um die großen Seen. Das ist eine zuerst fünf Nationen Bund und später sechs Nationen. Haben eigentlich ein Zweikammersystem entwickelt. Thomas Jefferson hat ganz viel sich ihnen abgeschaut. Also man darf annehmen, dass das Zweikammersystem aus den USA eine demokratische Innovation der Haudenosaunee war, das sich dann die Amis abgeschaut haben. Also Thomas Jefferson war wohl sehr, war sich dessen sehr bewusst, wie das dort funktioniert hat, weil er dort auch gute Quellen hatte. Also Irokesen waren ja auch, Louis Henry Morgan hat ja das Buch geschrieben, auf das sich Marx sehr stark bezogen hat dann. Und Frauen hatten dort eine sehr starke, große politische Funktion. Und wie das da genau war, will ich gar nicht näher erzählen, sondern holt euch das Buch, das ist wirklich toll. Aber der Gedanke von der Ilse Lenz geht in die Richtung, ja, lass uns doch mal überlegen, wie das in anderen Kulturen funktioniert hat, ja, wo tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, Gewalt zwischen den Geschlechtern unbekannt ist. Und das kriegen ja noch nicht mal wir Anarchisten hin. Also jetzt generisches Maskulin, aber trotzdem mal mit der männlichen Endung auf speziell die Männer gemünzt. Und dem Beitrag widmet sich ja der Peter Seifert, beziehungsweise da ist das ein Ausgangspunkt zu schauen, wie kann anarchistisches Recht umgehen mit Gewalt in anarchistischen Kreisen. Wo es auch sexualisierte Gewalt gibt, wo ich ja ganz platt war, als ich sozusagen als spät berufen oder sogar was, das gibt es bei uns auch, also das kann ich so nicht ganz glauben, aber scheinbar wohl schon. Und das, was die Ilse Lenz macht, ist zwei Gesellschaften zu porträtieren, zwei Kulturen, wo das scheinbar komplett unbekannt ist. Also es gab bis, also inzwischen haben die sich auch den patriarchalen Strukturen angenähert, wie sie schildert. Aber es gab wohl dort keine Gewalt zwischen den Geschlechtern, was ja phänomenal ist, was großartig ist. Und trotz einer Geschlechterdifferenz, also ganz klaren Rollenbildern, was Frauen zu arbeiten haben, was Männer zu arbeiten haben, aber sie definiert ganz klar die Punkte, die es ermöglicht haben, die Herrschaft bzw. Macht so zu verteilen und zu organisieren, dass es nicht zu einer Ungleichheit gekommen ist, oder zumindest zu einer Abwertung des einen Geschlechts durch das andere und auch zu keiner Herrschaft von einem Geschlecht über das andere, also in dem Fall eben von den Männern über die Frauen. Und das ist schon so faszinierend, weil bei uns ja die Richtung eigentlich eher eingeschlagen wird, zur Geschlechterungleichheit zu gehen.
Also der eine macht das andere und die eine macht das andere, was, also die Frau macht das, was der Mann macht, und der Mann macht auch das, was die Frau macht. Also es gibt ja keine Geschlechterrollen mehr, was ja auch im Weg ist. Also Kulturen steht ja frei, sich selbst zu empfinden, und sollen sie machen, ja, also, oder sollen wir machen. Ist ja auch eine Idee, ist auch eine Möglichkeit. Also bis jetzt, ja, also es gibt schon Erfolge da auf dem Weg zu verzeichnen, aber faszinierend finde ich bei Resilienz, dass den Gedanken durchzudeklinieren oder beziehungsweise dem nachzugehen, weil das so abgetan wird eigentlich sofort, dass Rollenbilder eigentlich verpönt sind. Man sagt, na, die Rollenbilder waren völlig klar in diesen Kulturen, ja, also ganz glasklar. Und trotzdem ist es kein Grund, Herrschaft auszuüben. Was natürlich uns dann vor die Frage stellt, ja, wo suchen wir denn dann? Also wenn es die Geschlechterrollen nicht sind, müssen wir uns was anders ausdenken, oder beziehungsweise müssen wir vielleicht woanders nachschauen. Und vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht, das woanders zu machen, weil es zum einen ja funktioniert oder funktioniert hat, und das vielleicht auch ein Weg wäre, bei uns nachzuverfolgen. Aber der ganz klare, das, was ich schon, was natürlich für Anarchistin auch ganz klar ist, zu sehen, es hat mit Machtverteilung auf jeden Fall zu tun und mit einer egalitären Art, das zu organisieren. Und da ist halt bei uns noch ein weiter Weg. Ja, Das ist ja, total. ja, ja. Wir haben von Sven im Chat eine Frage. Ich glaube, die bezieht sich noch auf das Philosophieren mit Kindern, aber ich würde das vielleicht sogar noch größer spannen und generell auf den Anarchismus oder auf Gesellschaftskritik ummünzen. Er meinte nämlich, er fragte, ob reicht Ethik und Moral nicht aus? Also da ist die Frage, ob eine richtige, keine Ahnung, moralische Werte oder Ethik, ob das nicht einfach ausreicht, um die Gesellschaft herrschaftsfreier zu gestalten. Also so interpretiere ich auch ein bisschen die Frage, oder so würde ich sie vielleicht dir weiterleiten. Da ist halt immer die Frage halt, ja, von wo leitest du aber die Ethik her? Wenn das ja wieder einem demokratischen Prozess also ein Aushandlungsprozess unterliegt, sind wir ja mitten im Anarchismus eigentlich. Aber wenn du mit Ethik und Moral etwas verstehst, was aber vorgegeben wird, dann wer gibt denn das vor? Dann wird es ein bisschen komplizierter, weil gibt es dann eine Bibel vor oder oder eh die Herrschaft, die an der Herrschaft Sitzenden, wie Nietzsche ja auch deutlich gezeigt hat, in der Genealogie der Moral. Dann haben wir ja wieder so ein Problem. Also, aber wie gesagt, ich würde dir gerne diese spannende Frage: Reicht Ethik und Moral aus? Naja, wir haben ja zu allen möglichen Themen Ethikkommissionen in den verschiedenen Parlamenten, die in dem Parlament zuarbeiten. Es sitzen ja auch viele Ethikerinnen dann auch dort. Und ich würde nicht sagen, dass die sinnlos sind und dass deren Arbeit unnütz ist. Ja, ich glaube schon, dass die einen Einfluss haben. Aber der ist bescheiden, weil wir im kapitalistischen System noch verharren und verharren müssen, weil die Strukturen so sind, dass du dich den Gesetzen der Kapitalakkumulation beugen musst. Du musst dich beugen der Externalisierung. Um das ganz kurz zu skizzieren, ich meine, ich weiß ja das auch nicht, solange, wenn man sich damit nicht näher beschäftigt, also was ist Kapitalakkumulation? Also das ist ein alter Begriff von Karl Marx, dass er gemeint hat festzustellen, und ich würde dem beipflichten, dass es im Kapitalismus notwendig ist, zu akkumulieren, das heißt anzuhäufen. Also da gibt es ja die be berühmte Formel GWG-Strich. Also Geld, Ware, mehr Geld. Also im Ziel ist, im Kapitalismus ist nicht die Ethik, die gute Gesellschaft, ja, Solidarität oder die ganzen Werte, die auch Parikon vorschlägt. Ja. Parikon will sich ja auch, also die partizipatorische Ökonomie will sich an seinen Werten me messen lassen, an ihren Werten messen lassen. Und die sind jetzt Solidarität, Selbstverwaltung, Nachhaltigkeit, ja, Vielfalt und so weiter. Und da auf diesen Werten, das ist sozusagen das Fundament, und die Institutionen sollen das gewährleisten. So, und welche Institutionen haben wir im Kapitalismus? Ja, im Kapitalismus, wie gesagt, dieses GWG-Strich ist halt nicht Solidarität, ist nicht
Selbstverwaltung, sondern es ist mehr Geld zu machen, um das dann wieder auf den alten Haufen draufzuhauen. Also die Anhäufung von Geld, mehr zu machen, Profitmaximierung. Jetzt hat der Staat dann die Aufgabe halten, die Ethik und Moral dazwischen zu schalten oder sozusagen diese Akkumulation oder den Kapitalismus in seinem Konkurrenzdenken, das ist auch ein Merkmal. Also wir haben einen Wettbewerb, eine Konkurrenz auf dem Markt um billigere Produkte. Und das soll jetzt so geschehen, dass niemand verletzt wird. Ja, und bei welchem Produkt ist das der Fall? Also bei ziemlich wenigen, weil du eben diesen Marktgesetzen unterliegst. Und das ist halt der Preis. Also die Warenverteilung wird im Kapitalismus organisiert über den Preis. Und wenn der Preis halt niedrig ist, kaufen halt mehr Leute dein Produkt. Und wie wird er niedriger? Ja, indem du die Kosten, die entstehen über Umweltverschmutzung, eben nicht einpreist, sondern der Gemeinschaft aufbürdest. Und von daher ist es nach meinem Dafürhalten ein sehr fragliches System, Wirtschaft zu organisieren, weil du immer einen Ausgleich brauchst, wie den Staat, und dass der eben nicht, dezidiert nicht oder meist und fast immer nicht auf Seiten der Moral steht, ist halt leider auch so. Ja, nehmen wir die Rüstungsexporte oder Rüstungsindustrie ist ein gutes Beispiel dafür. Die Erdölindustrie ist ein anderes, ja, also wo eigentlich allen klar ist, und also außer vielleicht den Mitgliedern oder den FDP-Parteimenschen, dass wir raus müssen aus fossiler Energie. Aber das schadet halt der Geldvermehrung. Also wenn halt ein Kohle Kraftwerk Geld bringt, ja, warum soll man es dann abschalten? Ja, schalten wir es halt, machen wir halt einen Kompromiss, schalten wir es halt erst dann ab, wenn es so also spät wie halt irgendwie möglich. Wir sind zwar alle tot, aber ist auch egal, ja. Oder es gibt ein ganz einfaches, also da ist mir die Zahl im Kopf. Also ein Atomkraftwerk bringt pro Tag 1 Million Gewinn Euro, also netto auf die Kralle für die Betreiber. Ja, warum sollen die das abschalten? Wenn die den Müll nicht entsorgen müssen, wenn die das Ding nicht versichern müssen, kein Mensch würde das versichern. Es gibt da vom Karl-Heinz Hausner einen Artikel darüber, über explizit diese Versicherungsfrage. Kein Mensch versichert dir ein Atomkraftwerk. Der ist ja nicht blöd, ja, weil das kannst du nicht bezahlen. Im Leben nie. Ja. Sonst musst du alles versichern, aber das übernimmt halt dann wieder der Staat bzw. die Allgemeinheit. Also dafür ist halt der Staat gut, mit seiner Moral da einzuspringen. Aber das Prinzip des mehr Geldanhäufens setzt er nicht außer Kraft. Und das widerspricht halt einigen zentralen, fundamentalen, auch in der Verfassung verbrieften Rechten, die wir ja haben. Ja? Also die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, Mann und Frau sind vom Gesetz gleichgestellt und so weiter, ja. Oder wie es früher mal ein toller Artikel war, in der deutschen Verfassung im Grundgesetz, jeder Mensch genießt das Recht auf Asyl. Punkt. Das war ein Satz und gut war's, ja. Und inzwischen, ja, kannst du froh sein, wenn du dieses Recht irgendwo noch bekommst. Da, ja, wirst in Lager abgeschoben, darfst jahrelang nicht arbeiten und dann kriegst du noch die Schuld für alles Mögliche noch umgehalst. Ja. Man fragt sich ja wirklich an, was Asyl, wenn wir nicht schuld sind, oder Leute. Also, Am ja. Untergang der Titanic. Ja, genau. Aber wer weiß, wer da rumgeschraubt hat oder den Kurs falsch gesetzt hat. Genau. Das Buch ist ja mehr oder weniger in drei Kapiteln, in drei Teilen gegliedert. Der erste Teil ist eben die Wirtschaft und wie das Gemeinwesen partizipatorischer organisiert werden kann. Da gibt es einige Beiträge über eben partizipatorische Ökonomie, Investitions- und Entwicklungsplanung, wie optimiert man auch und demokratisiert man jährliche Planungsprozesse. Also da geht es tatsächlich um Organisation auch teilweise und Planung. Ja. Genau. Also vielleicht kann man da ein bisschen konkreter einsteigen, also ohne das jetzt zu detailmäßig zu machen, aber dafür sind echt die Bücher, die Beiträge gedacht. Also der Claude hat mal einen Beitrag geschrieben über Planung generell, warum planen. Da bringt er auch einige Beispiele, dass es eine gute Idee ist zu planen. Ja.
Also zum Beispiel das Nieren, wie Nierentransplantationen oder Spendernieren, wie das in USA organisiert ist, das ist eine rein planwirtschaftliche Geschichte und dass es eben sehr gut funktioniert. Ja. Es gibt die Innovation dieses Strichcodes, das wohl auch sehr geholfen hat bei Planung. Dann gibt es ja diese, also bei Amazon dürfte ohne oder Walmart dürfte ohnehin sehr viel geplant werden, ja, wenn das überhaupt nicht mehr Planung ist als Marktwirtschaft. Also von daher, und Claude ist Mathematiker, was super ist, der eben aus seiner Perspektive der Mathematik das durchdekliniert, okay, hier haben wir die Formel, hier haben wir die Möglichkeiten, so kann man das berechnen, Planung ist möglich. Gut, danke. Was wichtig ist, finde ich, ja, was wichtig ist. Und mit der Investitionsplanung oder der Entwicklungsplanung von Robin Hanel ist auch ein wichtiger Beitrag gesetzt worden. Weil der Robin gesagt hat, okay, wir müssen uns einmal überlegen, wie, in welchen Schritten planen wir. Es gibt eine jährliche Planungsphase, also wo eben die Konsumgüter für das Jahr geplant werden müssen. Ja. Da tauschen sich die Räte aus, ja, die Arbeiterinnenräte und die Konsumentenräte auf Nachbarschaften. Also es gibt unterschiedliche, also Haushaltsgrößen, die auch unterschiedliche Sachen brauchen. Also ich brauche jetzt als Privathaushalt oder als Nachbarschaftshaushalt wahrscheinlich nicht unbedingt einen Kindergarten, oder? Also wenn ich ein Kind habe, schon, aber das für meine Kinder alleine ist ein Kindergarten nicht notwendig. Und da müssen sich halt größere Einheiten zusammenfinden und das organisieren und planen. Und deswegen gibt es unterschiedliche Größen von den Räten. Die Entwicklungsplanung sieht halt nochmal und die Investitionsplanung sieht halt nochmal ganz anders aus. Also das sind 5 und 10 Jahresschritte und die werden eben verzahnt mit der Jahresplanung. Und das ist deswegen wichtig, weil dann die Bevölkerung entscheiden muss, kann, darf, soll, ja, wunderbar. Was wollen wir denn eigentlich? Ja, was wollen wir für eine Gesellschaft? Wollen wir in 10 Jahren, weiß nicht, 20 neue Handys haben? Ja, oder wollen wir haben komplette Umstellung auf Windenergie? Ich meine, das ist vielleicht ein tolles Beispiel. Der Markt bringt es nicht, ja. Aber über die Möglichkeit einer Planung, wie sie jetzt in der partizipatorischen Ökonomie vorgeschlagen würde oder auch von dem Kommunismusvorschlag von Simon und Stefan, wäre das sehr gut möglich. Auch Friederike Habermann wäre da zu nennen, die ja auch tolle Bücher schreibt, die ich auch sehr empfehle, die mit Tauschen großes Problem hat und da andere Möglichkeiten, nämlich den Kommunismus vorschlägt, den eben Simon und Stefan planerisch versucht haben durchzudeklinieren. Und es gibt auch von den beiden ein tolles Buch dazu. Aber es Das gibt gibt überhaupt überhaupt generell generell. schöne, viele neue Vorschläge, die jetzt nicht alle Alle unter unter dem dem Label Label Anarchismus laufen, laufen. Ja. aber die Aber man die sich man sich alle alle überlegen überlegen kann. Und das, kann. Das, was was ich ich sagen sagen würde, oder würde, wo ja, mein Herz eher mehr dran hängt, aber auch der Verstand ist, dass die sagen, okay, also wenn sie sagen, wir machen das dezentral, ohne zentrale Instanz, haben sie mehr von mir gewonnen, als wenn sie es nicht tun, weil ich glaube, dass es sehr viele gute Gründe gibt, das in den Händen der Leute zu lassen, und zwar möglichst direkt, als das abzugeben. Und da ist eben Parikon und auch der Kommunismus sind halt zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu organisieren. Was mir beim Stefan und beim Simon sehr gut gefallen hat, der Vorschlag, die Solidarität zu stärken. Sie haben einen eigenen Begriff dafür. Also Kooperation zu stärken. Also die haben in ihrem Vorschlag der Planung unterliegt diese Stärkung einem Automatismus. Das heißt, es muss nicht, um auf die Frage von Sven zurückzukommen, es muss nicht über die Ethik und Moral laufen, sondern es wird automatisch gemacht. Also regelmäßig, in einer der Regel folgend, was ja, glaube ich, sehr wichtig ist. Also, und das ist ja auch finde ich, ein Gegenpool zu dem Individualanarchismus oder zu dieser freien Organisation, der ich jetzt nicht anheimfalle oder wo ich jetzt skeptisch bin. Ja, macht's mal. Also, so wir finden uns in Föderationen zusammen. Also, da gibt es schon noch durchgeplantere oder durchdachtere Möglichkeiten. Aber das findet möglichst frei statt. Und das, glaube ich, ist eine Überforderung. Also, ich kenne auch keine Kultur, die das so macht.
Also in allen Kulturen der Welt findet Verhalten nach Regeln statt. Das heißt nicht, dass sie nicht verändert werden dürfen. Ich glaube, das ist, finde ich, der wichtige Punkt, dass wir institutionell gefordert sind und in der Lage sind, das relativ einfach zu verändern. Ich glaube, das ist der springende Punkt, ja? Also dass die Macht und die Herrschaft von unten ausgeht, beziehungsweise gar keine Herrschaft stattfindet, sondern es herrschaftsfrei ist und die Organisation, die Regelfindung, die Bestimmung, die Verwaltung in den Händen der Leute liegt und zwar von unten nach oben gehen muss. Und das ist sozusagen die Messlatte, an der sich eine demokratische Gesellschaft oder ein Gesellschaftsentwurf messen lassen sollte, finde ich. Und da ist die Investitions- und Entwicklungsplanung vom Robin auch ganz wichtig, weil er eben sagt, okay, wo wollen wir denn in 5 Jahren sein? Macht euch das mal aus, okay, und dann rechnen wir aus. Also es gibt da dann Arbeiterinnenräte, die das dann ausrechnen, was das für Folgen hat. Und dann wird halt geschaut, okay, wie geht sich das aus? Müssen wir dafür mehr arbeiten? Welche Ressourcen brauchen wir dafür? Wollt ihr das? Und da gibt es eben, ja, die Möglichkeit, das aber selbst zu bestimmen. Und das ist halt noch eine Ebene weiter, geht es halt dann mit dem 10-Jahres-Vorschlag. Ja, wo wollen wir denn dann sein? Und das kann sich natürlich auch verändern. Deswegen gibt es ja auch immer wieder diese Runden, in denen man sich zusammensitzt und das demokratisch beschließt. Aber als Idee oder Innovation, sowas einzuführen, zu sagen, okay, 5 Jahre, wo wollen wir denn dann sein? Oder in 10, 15 Jahren, finde ich das eine kluge Idee, weil du halt auch daraufhin planen musst. Und du kannst halt sowas wie Eisenbahn auch nicht in einem Jahr planen, sondern wenn wir jetzt sagen, wir wollen in Europa ein Eisenbahnnetz haben, ja, was sie alle sagen, aber nicht machen, weil sie es nicht können, ja, deswegen sollen sie es uns machen lassen, nämlich die Leute, also ich meine nicht unsere Anarchisten sind, sondern die Leute, also dann wären wir, glaube ich, ganz schnell durch. Weil es sich auch herausgestellt und dann deswegen finde ich, dass sich die Beiträge auch gut ergänzen in unserem Band. Mit dem Beitrag von Christoph Besemer und von der Gerlinde, die eben diese Organisationsfragen oder die Entscheidungsfindungsfragen sehr stark in den Vordergrund bringen. Ja, also Christoph macht das, glaube ich, ganz gut, dass er sich eben anschaut, okay, wie kommen wir mit Konsensbildung weiter? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche haben schon stattgefunden, gerade in der Aktivisti-Szene? Ja, was haben die Leute sich da ausgedacht? Und auch der David Graeber hat da gute Innovationen gehabt, also in der Occupy-Bewegung. Er ist ja sozusagen indirekt dabei, als seine Frau, die oder Witwe Nika Dubrowski mit Noam Chomsky ein Interview haben in unserem Band und die sich da auch nochmal sehr viele Gedanken drüber machen, über die Aufklärung und aber ich habe da ein Bild im Kopf, wo der David schreibt in seinem Direct Action, also direkte Aktion. Das ist mehr oder weniger eine Ethnografie dieser Occupy-Bewegung, wie sie diesen Satz formuliert haben, ja, we are the 99%. Und da kamen, also sie haben Schwierigkeiten gehabt, zu Konsens zu finden. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen das aber machen. Ja, was brauchen wir denn da? Ja, da haben sich zum Beispiel zwei Leute festgehakt und hat David gemeint, okay, wir brauchen halt eine Pause jetzt. Und dann hat sich die Moderation gefunden und hat die beiden Streithanseln oder Greteln da zusammengebracht. Okay, was ist eigentlich los jetzt? Ja, und das war eine Innovation. Dann Zeitwächter. Ich meine, inzwischen sind diese Sachen, ich weiß nicht, ob es da erfunden wurden, aber die wurden halt institutionalisiert. Und David hat halt gesagt, als Ethnologe weiß er, dass wir stark formalisierte Form der Konsensfindung haben und scheinbar auch brauchen. In anderen Kulturen ist das nicht der Fall. Und das heißt ja auch nicht, dass wir das beibehalten müssen. Ja, aber da wir halt sehr stark gesteuert sind oder solche Prozesse bei uns sehr stark formalisiert sind, kann man das schon machen und mal dort anfangen. Wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist einfach, wie wir das dann weiter organisieren und wer dann die Befugnisse hat, das zu tun. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also, dass es niemand für uns macht, sondern dass die Gruppen das auch selber machen können und dürfen. Und das sollen sie auch tun. Ja. Und da ist ja in Parikon auch die klare Aussage, das so zu machen. Oder vom Stephen Shalom, der da auch einige Vorschläge hat, die, glaube ich, ganz gut sind. Gerade auch vom Hermann Amborn gibt es ja auch tolle Beobachtungen, was das Recht angeht. Ja, wie kann man denn Recht organisieren? Er hat ein Buch geschrieben, Das Recht als Hort der Anarchie. Also wie Recht funktioniert bei den Burji Konso in
Ja, Äthiopien, Somalia in dieser Grenzregion dort. Das ist sozusagen die Herrschaftsfreiheit gewährleistet und aufrechterhält. Wie machen die Leute das denn? Können wir uns davon was abschauen? Ich denke schon, dass wir uns was davon was abschauen können, ja. Genauso wie man sich von Akupunktur was abschauen kann, also auch soziale Innovationen kann man sich aneignen. Und ich meine es jetzt nicht negativ, sondern kulturelle Aneignung findet immer statt. Ich weiß nicht, von wem dieses Beispiel ist. Ah, Martin Rössler hat das gebracht in seinem Band Wirtschaftsethnologie. Die Pille. Ich weiß nicht mehr, welche Kultur das gemacht hat, aber die haben die Verhütungspille, die Pille einfach. Also die Wirkung war bekannt, aber sie haben es nicht nur zur Verhütung eingesetzt, sondern die Frauen haben das eingesetzt, um den Zyklus hinauszuzögern oder zu verschieben, da sie ihn bei bestimmten Anlässen nicht brauchen konnten. Also ich glaube, das waren bestimmte Feste. Und das ist eine kulturelle Aneignung, weil sie bei uns ausschließlich der Verhütung dient oder in Mehrzahl der Fällen und dort eben wohl hauptsächlich in anderem Zweck. Das heißt, Innovationen, seien sie sozial oder technisch, können immer von anderen übernommen werden, aber sie werden es nie eins zu eins. Und das ist ja auch okay. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die stattfindet und in einem Austausch fruchtbar sein kann, darf und soll. Und wenn wir da zum egalitären, also anarchistischen Austausch kommen könnten, ja, wäre das ja überhaupt eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und da, Asche über unser Haupt, da sind wir gescheitert. Also nicht vollständig, weil wir ja diese Beiträge haben. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe hunderte von E-Mails an afrikanische Universitäten geschickt, an indische, südamerikanische und nicht eine Antwort bekommen. Also ich habe keine Ahnung, woran es lag, aber es gab von uns schon noch das Bemühen, da andere Kulturen auch mit ins Boot zu holen und das ein bisschen zu erweitern. Und es war dann aber schon auch so, dass irgendwann die Kapazitätsgrenzen erreicht waren. Also wir sind dann nicht mehr, also haben das nicht in der Stringenz durchführen können, dass es möglich gewesen wäre, also dass es möglich war dann auch tatsächlich, dass sich die Leute dann zurückgemeldet hätten. Da hätte es wahrscheinlich noch mehr Zeit und Arbeit gebraucht. Aber schauen wir mal, es soll ja eine Nachfolgetagung geben, wenn ich mein Lehramt schließe. Hoffentlich, hoffentlich, Ja, ja. damit. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja. Ja. Das Genau. zweite große Thema haben wir uns vorgenommen, also die Transformation. Also der erste Teil sollte sein, okay, was gibt es denn aus anarchistischer Richtung für Vorschläge, wie wir uns anders organisieren können, herrschaftsfrei? Sprich, politisch, wirtschaftlich, rechtlich, geschlechtlich. Ja, wie geht es? Ja, abseits von Staat und Herrschaft. Das ist ja auch ein Beitrag vom Johann, der fällt mir dann auch noch ein, ja. Ohne Geld und Eigentum. Und wie machen wir das? Das ist sozusagen der erste Schritt und da könnte man dann wahrscheinlich noch 10 Jahre, jedes Jahr eine Tagung dazu machen und wir würden immer weiterkommen. Und das war aber jetzt nicht unser Ansinnen. Also wir wollen jetzt keine Blaupause machen. Gesprächsprozess anregen ja auf jeden Fall und es weitertragen unbedingt. Also in die bürgerliche Welt, in die Arbeiterinnenwelt und das ist schon nochmal eine große Nummer und ich weiß auch nicht, wie wir das hinkriegen noch, ja. Aber der nächste Schritt, was Tagung angeht, wäre zu schauen, die Transformation. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein ziemliches Ding. Also ich weiß nur, der Stefan Meretz hat im Interview, also jetzt kommen wir auch zum Jan Groß auch nochmal so ein bisschen en passant und zu seinem wunderbaren Podcast Future Histories. Der hat den Stefan eingeladen gehabt und noch einen Kollegen, dessen Name mir leider entfallen ist. Und die haben erzählt, dass eine Kollegin, Freundin von ihnen so ein Band geschrieben hat, also wie Transformation, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich habe mir den Titel nicht gemerkt, aber es ist wohl im Schmetterlingsverlag soll das Buch erscheinen demnächst. Und da bin ich schon auch sehr gespannt drauf, wie das dann, was für Vorschläge das sind und ja, weil da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel dazu. Und da bin ich schon sehr neugierig und hoffe, dass da auch
die Praxis kommt, weil so viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Ja, ich wollte an dieser Stelle auch nochmal sagen, du selbst hast ja auch einige von den Autorinnen auch interviewt. Also du hast John Holloway interviewt in diesem YouTube-Kanal Anarchism and Democracy, Ilya Trojanow, Konstantin Wecker, also auch Peter Seyfert und so. Also du hast da einiges, genau, mit dem auch schon als Diskurs gestartet, würde ich mal sagen. Also genau. Weil die Bücher sind ja eine Sache, weil dieser Wissenstransfer, der gelingt am besten meiner Meinung nach im Zwischenmenschlichen, aber du kannst ja nicht mit 8 Milliarden Menschen immer persönlich reden und sie davon überzeugen. Also es ist, hat auch was ein bisschen so messianisches, messianistisches, oder? Wie heißt das? Wurscht. Auf jeden Fall. Und deswegen, und Bücher, das haben wir am Anfang schon gesagt mit dieser akademischen Maske, dass das irgendwo aber auch, du erreichst nicht viele Leute, sage ich mal. Ich habe mal ein spannendes Interview mit Boaventura de Sousa Santos, der spricht vom globalen Süden, der spricht von Epistemizid, von Wissen, das quasi an manchen Stellen unterdrückt wird, an manchen Stellen nicht zugänglich ist. Und da fand ich es halt spannend, weil eine kritische Frage, die ich ihm gestellt habe, war aber, dass er mit seinen Büchern die Adressaten seiner Bücher, nämlich die Subalternen, so schreibt er, die Ausgebeuteten, die Unterdrückten von Herrschaft und so weiter, dass er die Adressaten mit seinem, die er auch wirklich im Vorwort explizit adressiert, dass er die nicht empfängt, nicht abholt. Und das merke ich bei Linken, aber ist jetzt keine Anti-Intellektuelle, also man darf wiederum das Kind nicht mit dem Bad ausschütten, aber wenn wir uns immer nur im Bad quasi unserer eigenen akademischen Kreise immer so baden mit linken Theorien, da habe ich auch so meine Probleme. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch das Wort, den Diskurs mal starten. Und wie besser als ein Buch, dann kann man darüber diskutieren. Aber es müsste natürlich viel mehr kulturelle Ereignisse geben. Theater der Unterdrückten, vielleicht Filme wären Mittel, Musik auf jeden Fall berührt. Also dass man Menschen auch anders erreicht, andere Wissensformen reinbringt. Nicht immer dieses Logozentrische, was wir im Westen ja immer so klassisch. Aber genug der Selbstkritik, ich bin ja selber Akademiker. Genau. Nein, jetzt würde ich aber das Thema ein bisschen wechseln, weil beim Ich glaube noch Recherchieren, ja. ein Wort noch dazu. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte, sich darüber Gedanken zu machen. Und die Alexandria Schena, die hat von wegen globalen Süden im Gespräch mit mir mal gesagt, ja, sie spricht jetzt nur noch von globaler Mehrheit. Und, ja, genau, sie hat Global Majority, ja. Es ist ja auch Amerikanerin. Was heißt das Global Majority? Was meinst du eigentlich? Ah, okay, das ist, weil ja der Süden irgendwie auch nicht nur im Süden ist, sondern die globale Mehrheit eigentlich betroffen ist. Ein sehr inklusiver Begriff. Also ich versuche den inzwischen auch so in meinen Wortschatz zu integrieren. Aber fahr nur fort. Also mir war nur wichtig, dass das ist echt ein wichtiges Thema, auch da den Konnex zu schaffen. Also der Uwe macht es dadurch. Also ich habe es mit meiner Arbeit versucht, dass ich eben mit den Leuten philosophiert habe, denen es niemand zugetraut hat, und es funktioniert. Ja. Du findest ja auch, also nur um als Beispiel das zu illustrieren, du findest ja auch kaum Material, das für Mittelschulen, also sozusagen die Unterschichtschulen geeignet ist, weil die sollen ja nicht philosophieren, weil die können es eh nicht. Ja. Und das ist schon super, was der Uwe dann auch gemacht hat in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es das Vorbildprojekt. Also das, wer im Lehrbetrieb tätig ist, kann sich das gerne mal anschauen. Das ist online zugänglich. Genau, das ist schon super und da kann man schon viel machen. Also wir sind mit dem Philosophieren auch mit dabei und da kann man sich schon mal das ein oder andere rausziehen. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das war ein Programm, das sich in erster Linie an Förderschulen gerichtet hat, ist aber für jeden Schultyp da zugänglich und, glaube ich, auch brauchbar. Und das ist halt der Versuch, eine Brücke zu schlagen. Ja. Ich würde vielleicht noch zum Abschluss zwei Themen anreißen. Das eine Thema ist, wir sind ja auch schließlich auf diesem Wanna Peace-Kanal, also es muss ja mit Peace irgendwas zu tun haben.
Da fällt mir auch ein, wir haben auch schon über soziale Verteidigung als anarchistischen Ansatz geplaudert gehabt und gewaltfreier Widerstand. Du hast, glaube ich, am Anfang des Interviews auch vom Pazifismus gesprochen. Und das sind halt so auch anarchistische Wurzeln, die aber auch vergessen wurden teilweise. Hier sieht man dieses gelb-orangene Buch von Pierre Ramu herausgegeben. Genau, über die gesammelten Werke von Pierre Ramu, einen großen österreichischen Anarchisten, auch Pazifisten und Widerstandskämpfer. Und das ist, glaube ich, auch eine Tradition, die es sich auf jeden Fall lohnt. Und vor allem in Zeiten wie diesen, wo eben geopolitische Spannungen, Kriege, nicht nur Ukraine, nicht nur Gaza, sondern weltweit die Spannungen steigen. Ich glaube, da ist es ganz besonders wichtig zu verdeutlichen, was hat Anarchismus eigentlich auch mit eben Pazifismus oder mit gewaltfreiem Widerstand zu tun? Hast du in dieser Richtung auch schon gedacht und ja. Ja, also mit der Graswurzelrevolution im Rücken. Also, Bernd Drücke und den Mitherausgeberinnen und verfechte ich natürlich ganz stark, die also verfechten in Anführungszeichen. Aber ist vielleicht auch ein Wort, das nicht von ungefähr kommt, weil wir natürlich in sehr starken militarisierten Gesellschaft sind. Also, ein Säulenheiliger in dieser Beziehung ist Gandhi. Ja, Mahatma Gandhi, der eben wie kein anderer, also zumindest so populär, die Kraft und die Möglichkeiten des gewaltfreien Widerstands, auch des Umsturzes, ins Spiel gebracht hat. Also die Werkstatt Gewaltfreie Aktion verfolgt es weiter. Also Christoph Besemer ist hier eine Person von mehreren, die dahin arbeiten. Es gibt auch einige Beiträge zu sozialer Verteidigung. Also ich kannte den Begriff vor dem Ukraine-Krieg nicht. Ja? Und soziale Verteidigung ist eben etwas, das durchaus auch Tradition besitzt, ja? Wo man eben versucht, von der Sabotage bis zum Generalstreik alle Möglichkeiten des passiven Widerstands, des gewaltfreien Widerstands einzusetzen, um Okkupanten loszuwerden, ja? Um militärische Gegner auch ohne Waffengewalt wieder loszuwerden oder auch zu verändern, ja? Zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von diesem Ansatz, den anderen nicht nur als Feind, sondern auch noch als Mensch zu sehen und ihm auf diese Weise zu begegnen. Jetzt kann man sagen, ja, wenn der mit der Waffe daherkommt, dann schießt er dich erstmal weg. Ja, so ist es nicht. Also es hat in der Ukraine auch Fälle gegeben. Am Anfang waren die sogar im ZDF zu sehen, wo Dörfer rausgegangen sind, unbewaffnet, also nicht die Dörfer, sondern die Menschen in ihnen, und haben sich den Panzern in den Weg gestellt und gesagt, schleicht's euch, ja, geht's wieder nach Hause, ja. Und die sind umgekehrt. Das ist natürlich immer schwieriger, solche Mittel anzuwenden, je länger ein Krieg dauert, weil die Verhärtungen und Verletzungen nicht kleiner werden, sondern auf allen möglichen Ebenen Gewalt ja, in seinen schlimmsten Formen um sich greift und immer stärker praktiziert wird, auch Rache und Vergeltungsmaßnahmen. Und das hast du halt, dieses Problem hast du nicht bei der gewaltfreien Gegenwehr bei der sozialen Verteidigung. Also die Leute, die das machen, die haben, es gibt natürlich alle Untersuchungen und es ist auch die Frage, warum kommt so jemand niemals nicht im Fernsehen, ja? Oder warum laden die nicht mal jemand anderen ein, der eine fundierte pazifistische Meinung vertritt, ja? Und das auch gut begründen kann. Also das, was wohl auch erwiesen ist, ist, dass die Chance auf Erfolg durch soziale Verteidigung größer sind als mit Gewalt. Das heißt nicht, dass du mit Gewalt nicht erfolgreich sein könntest und dass es immer Erfolg hat, wenn du dich gewaltfrei wehrst. Das ist nicht der Fall. Es ist immer ein Kampf, es ist immer das Leben, das auf dem Spiel steht, aber das steht in beiden Fällen auf dem Spiel. Und es ist halt auch die Frage, die Pazifisten stellen wollen: Will ich so werden wie mein Gegner? Will ich die gleichen Mittel anwenden? Ja? Also will ich so brutal werden?
Will ich mich so verrohen lassen, auch durch den Angreifer? Hat der Angreifer dann nicht dadurch auch schon gewonnen, dass er mir die Mitteln aufzwingt, wie ich mich wehren soll? Und das ist natürlich auch eine starke anarchistische Seite zu sagen, ich wehre mich nicht so, wie du willst, sondern wie ich das für richtig halte und aus moralischen Gründen gut begründen kann. Ja? Aber ich lasse mir das nicht aufzwingen und schon gar nicht mit Gewalt. Nur, also, wenn wir eine eigene Sendung werden, wie kommen wir damit in die Öffentlichkeit? Ja, also das, also wenn du den Fernseher auftest, kommen ja nur noch Militär, AD oder im Dienst, ja, also die dir irgendwas erzählen können. Ich meine, Absolut, ja. Ja, die Deutungshoheit liegt woanders, das stimmt. Und der Diskurs genau, ist ja auch eingeengt. und da haben wir schon als Akademikerinnen und Akademiker einen Auftrag, nämlich uns da einzumischen und zu sagen, ja, Moment mal, ja, und das vielleicht auch stärker zu machen, als es im Moment der Fall ist. Oder vielleicht machen es eh schon viel mehr Leute und die finden aber trotzdem kein Gehör. Das weiß ich nicht, da kenne ich mich einfach auch zu wenig aus. Müsste man den Bernd vielleicht mal fragen, aber warum haben so abseitige Personen so wirklich verdammt schwer? Und wir haben hier Raum verloren. Also es war, denke ich, also wenn wir an 68 und die Folgen denken, schon mal anders. Also der öffentliche Raum wurde anders besetzt. Ja, und es wurden ja auch Leute eingeladen. Also man denkt sich nur mal an Rudi Dutschke, der da auch in den diversen Talkshows sitzen durfte dann, ja. Wobei auf der anderen Seite, das ist ja der Klimabewegung durchaus auch gelungen. Also eine Lena Schilling aus Österreich oder das deutsche Gesicht, na, jetzt ist mir der Name entfallen. Nicht die Clara, sondern die, na, Fridays for Future. Mir fällt da leider auch nicht ein. Ich hänge sowieso heute. Ja, gut, aber in Stockholm hat es alles Ja. angefangen mit der Greta Thunberg, die ja Ja. auch von UNO reden durfte. Also es ist gelungen, es ist möglich, es ist mit Anstrengungen verbunden. Na gut, das ist halt der Preis, den wir zahlen müssen, ja. Aber Wobei in der Regel. Gewalt ist ja ein dehnbarer Begriff. Also wenn du dir aber schon anschaust, so Straßensperren oder eben die Extinctions Rebellion teilweise, aber teilweise letzte Generation, die auch Eigentum beschädigen teilweise, dann könnte man ja auch den Gewaltbegriff anwenden. Es ist ja eine Form der Gewalt, halt nicht gegen Menschen, aber gegen, ja. Deswegen, und da ist die Frage, heiligt der Zweck die Mittel und wie gesagt, das ist halt immer so eine spannende Frage, wo ich mir selber auch nicht wirklich sicher bin. Oder auch dieses philosophische Konstrukt des Tyrannenmordes. Könnte man die Zeit zurückdrehen, würde man zum Beispiel Hitler umbringen? Ich würde zum Beispiel bezweifeln, ob das überhaupt das verhindert hätte, dass so ein Regime auf den Weg gekommen wäre. Weil das immer an einzelnen Personen festzumachen, ist ein bisschen naiv. Das sind ja Strukturen, das sind ja eben Kapitalismus, das sind ja staatliche Strukturen, das ist das Militär, das sind ja Interessensverbände, das sind ja soziale Gruppen dahinter. Es ist ja nicht so, dass ein Mann da eine Vision hatte, bam, er macht's. Natürlich gibt es charismatische Leader und die verändern schon viel, verhältnismäßig zu anderen Menschen. Aber wie gesagt, aber das ist halt immer so ein spannender Punkt, weil das ist immer so ein Totschlagargument. Ja, du müsstest Hitler umbringen eigentlich. Und das ist halt immer so, ich kann da nicht antworten. Natürlich müsste man oder müsste man vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Also Anarchismus und Gewalt hat sowieso auch eine lange Geschichte. Deswegen, ob ich mache es immer abhängig, mit welchem Fuß ich gerade aufstehe. Ich finde, es hilft ein gutes anarchistisches Prinzip hier weiter. Das Ziel muss in den Mitteln zu sehen sein. Und ich kann keine gewaltfreie Gesellschaft herbomben. Ich glaube ich nicht. Ja? Also ich kann mich vielleicht noch verteidigen und da passiert ja auch schon viel, wenn ich mich auf die Mitteln einlasse. Schwierig, ja. Also Und das hat ja total was Christliches. Also heute ist ja der Ostermontag und Auferstehung Christi. Also das hat ja was total Christliches auch. Oder so irgendwie, ja, halt die andere Backe auch hin quasi, so nach dem Motto. Also, und auch sei Vorbild, ne? Diese Vorbildfunktion.
Genau, aber bevor ich jetzt über meine steile These, Vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich glaube, ja. man kann von Gandhi lernen, der ein gewiefter Taktiker war auch, ja. Und das waren ja viele Anarchistinnen auch, ja. Also Gandhi hat sich angeschaut, welche Mittel setze ich denn jetzt ein? Also zum Salzmarsch. Der hat ja auch dann viel ausprobiert auch, oder diese Pest, diese Passverbrennung dann in Südafrika. Also sich genau zu überlegen, welche Aktion, direkte Aktion ist ja auch etwas, was stark Gandhi mitgeprägt oder initiiert hat, also diesen anarchistischen Einsatz. Welche Aktion setze ich denn ein? Ja, direkte Aktion, wir tun so, als wären wir wirklich frei und agieren wie freie Menschen. Ohne Zwang und als ob es einfach keine Polizei oder Privateigentum oder sonst was gäbe und schauen, was dabei rauskommt. Oder beziehungsweise versuchen die Welt einfach im Hier und Jetzt schon zu verändern. Und Gandhi hat sich das immer sehr genau überlegt. Also nicht nur alleine, aber mit den anderen auch. Und da denke ich, ist es anzuknüpfen. Also auch wenn man jetzt sieht, also die Klimakleber, wie sie ja genannt werden, ja, was hat das jetzt gebracht? Also, oder ist das Mittel weiter zu verfolgen? Also welche Ziele haben wir uns gesetzt? Ich meine, das waren ja echt süß eigentlich. Also wir wollten ja nur die Geschwindigkeitsbegrenzung dann damit bewirken, ja, Aufmerksamkeit erregen. Aber also Aufmerksamkeit haben sie erregt, aber ist das Ziel damit näher gerückt? Also ich glaube nicht. Okay, liegt es an den Mitteln? Weiß ich nicht, ja, kann sein, aber zumindest hat das Mittel nicht funktioniert, so. Da muss man sich halt was anderes einfallen lassen. Und ich denke, da ist viel, viel möglich und sinnvoll und auch zu überlegen, wie kommen wir da weiter? Welche Mittel sind geeignet für unsere Ziele? Und ich denke, ein Punkt ist da schon auch, dass man sich überlegen muss, der Anarchismus war mal eine Arbeiterbewegung. Puh, also wüsste ich jetzt nicht. Also wo das noch der Fall ist. Also ja, natürlich gibt es noch Restbestände und so, aber ich meine, die andere Bewegung ist auch nicht stark jetzt, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt im akademischen Milieu besonders stark vertreten, ja. Aber also als Arbeiterinnenbewegung würde ich uns nicht mehr bezeichnen. Das stimmt leider, ja. Wobei eben auch da wieder diese Denkschulen oder diese verschiedenen Strömungen des Anarchismus, weil Anarcho-Syndikalisten sind ja explizit oder die Wobblies oder so, die Gewerkschaften generell, die sind ja eben aus der Arbeiterperspektive. Deswegen diese Traditionslinie viel eher, ja, Individualanarchisten, die findest du wahrscheinlich nur im Akademischen. Also Max Stirner und die ganzen, die findest du wahrscheinlich nur im Akademischen, auch Hayek, Nozick oder wie sie da nicht alle heißen, die findest du ja auch hauptsächlich in der Wirtschaft, aber natürlich auch im Akademischen. Also ja, ich würde es eher nach Schulen abhängig machen, würde ich fast sagen. Genau. Ein letzter Punkt, vielleicht zum Abschluss, wie ich recherchiert habe zu deiner Person, ist mir Fußball über den Weg gelaufen und ich habe gesehen, du hast viel Fußball gespielt auch. Ja, ich habe jetzt auch den Gabriel Kuhn da hinten ausgestellt, Soccer versus the State. Ich weiß nicht, ob das zu lesen oder zu sehen ist. Genau, es ist zu sehen, ja, genau. Ja, auch sehr spannend, ja. Ja, er betont halt, weil er auch gerne Fußball spielt, die anarchistischen Möglichkeiten, die Fußball auch hat. Ich meine, wir sind jetzt auch keine Idioten, also wir wissen natürlich, dass Fußball heutzutage sehr stark eingesetzt wird für nationalistische Momente, ja, eine große Rolle spielt im kapitalistischen Getriebe, ja, aber das ist nicht unser Ding, ja, sondern wir schauen uns an. Oder unser Anliegen wäre es eher zu sehen, zu schauen, wo sind da die Potenziale? Und da würde ich sagen, also weil meine Tochter ja auch mal Fußball gespielt hat, lange Zeit, und ich auch damit, also ich glaube, man findet diese Sachen noch. Ich habe mich dagegen sehr stark gewehrt, gegen den Sexismus, der im österreichischen Fußball besteht. Und da gibt es wohl noch ein paar Zeitungsartikel, die man da finden kann. Im Radio war ich auch, im Fernsehen auch, aber es hat nichts gebracht. Weil ich glaube, dass Fußball an sich was sehr anarchistisch ist, weil es eine Spielsportart ist, die viel Witz verlangt und braucht.
Also wo du auch als kleiner Mensch, als dicker Mensch, als Mann, Frau gut spielen kannst. Also ich wüsste nicht, wie man als Basketballer mit 1,60 erfolgreich sein kann. Ja? Also vielleicht gibt es die, ja, oder als Volleyballer, aber kann ich mir das nicht vorstellen. Und im Fußball ist das halt möglich, ja. Da kannst du klein sein, ja. Inzwischen musst du schon auch austrainiert sein, aber trotzdem. Also, ich meine, wenn wir an Maradona denken, am Ende seiner Karriere, der hat einen Radius gehabt vom Mittelkreis und hat trotzdem noch die Spiele entschieden oder entscheiden können mit seinen genialen Pässen. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Sportarten so möglich ist. Also, ich finde, da ist ein sehr starkes, egalitäres Moment der Gleichberechtigung drin, der Kreativität. Auch im professionellen Fußball hat der Barcelona gezeigt, wie man mit kreativem Fußball, ohne sozusagen sehr viel ja, auf Kondition zu bolzen oder wie mit Kraft das Spiel zu gewinnen, sondern die haben das halt mit einem Flachpassspiel, mit Kreativität gemacht und sind damit Europa- und Weltmeister geworden. Also die Spanier, aber auch die Barcelona-Leute haben ganz viel Erfolge gehabt. Und wir sehen auch in dem Frauenfußball oder Frauenfußball im Fußball, den alle Geschlechter spielen, ja. Es gibt nämlich inzwischen ein Video, ein Schüler von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Frauenfußball auch einen Kern nimmt, kritisiert den Begriff, weil es eben Fußball ist. Also, was ist jetzt da, was ist Frauenfußball anders? Ja, die spielen auch auf dem Tor mit dem Ball. Und dass wir auch gesehen haben, dass je mehr Raum die bekommen, also anlehnend an Virginia Woolf, Room for Oneself, wenn die einen Platz bekommen und einen Raum, werden die immer besser. Und die Diskriminierung im Fußball bei Frauen ist immer noch Irrsinn. Also das fängt bei so Kleinigkeiten an wie Homare Sava, also meine Top-Spieler, die hat es bei mir unter die ersten 10 Fußballer überhaupt gebracht. Ich meine, sie ist die einzige Frau dort, aber da ist sie quietschfidel und ich glaube, es wird mehr gute Spielerinnen geben, weil einfach der Raum und die Möglichkeiten zunehmen, die bestehen. Und das ist ja auch ein anarchistischer Erfolg sozusagen, also nicht nur, aber ein demokratischer Erfolg, dass immer mehr Menschen unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, das machen können, dürfen und wie wir sehen, immer besser werden darin. Und das ist schon auch ein, das ist jetzt ein Ein schönes schönes Schlusswort. Schlusswort. Passt so schön, um meine Kritik nicht zu erwähnen, Ja, am mach nur dann. Fußball. Nein, ich habe Fußball auch geliebt, und habe es jahrelang gespielt, leidenschaftlich bei jedem Wetter und Witterung. Aber nein, aber was ich meinte ist, es ist aber immer mit einem Nullsummenspiel verbunden. Oder oft ist es so, vor allem im Spitzen- oder im bezahlten Sport. Und oftmals hast du da eine selbstzerstörerische Kraft am Werk, wo Gelenke, Knochen, alles Mögliche, aber Sehnen, aber sowas von zerstört werden. Und dieses Selbstoptimierende, dieses Element, eben weil wir, du hast das ja am Anfang auch schon erwähnt, dieses marktgetriebene, konsumgetriebene, profitgetriebene Denken, Konsumieren und Produzieren auch schon habitualisiert haben. Ich glaube, deswegen ist Fußball in dem Sinne, hat das aber auch, so wie jeder andere Spitzensport, aber auch negative Seiten. Also ich glaube. Ja, das ist Das ist natürlich natürlich richtig. richtig. Davon, Davon. also da Also will da ich will ich halt halt nichts nichts mehr mehr damit damit zu zu tun tun haben, so jetzt. jetzt, Oder weil wenn wenn ich auf ich dem auf dem Platz stehe Platz und ich stehe und glaube, ich da glaube, da geht es ganz geht's ganz vielen vielen Leuten Leuten so, so, dann ist dann ist halt halt die die Freude Freude und und der der Spaß Spaß am am Spiel Spiel da da und und alles alles andere andere ist ist egal. egal. Also Also es es gibt ein gibt tolles ein tolles Buch, Buch, ich weiß nicht von wem, ist herausgegeben herausgegeben wurde wurde von von Weltläden Weltläden oder so, oder der Südwind. Südwind. Die Haben haben Beiträge Beiträge gemacht. gemacht, Was was sich sich die ja haben Leute Leute porträtiert porträtiert in in den den Anden, Anden, die die Frauenfußball Frauenfußball spielen spielen nach nach der der Feldarbeit Feldarbeit und und wo das Spiel Spiel einfach einfach so so seinen seinen Witz Witz hat hat und und mit seiner seiner Einfachheit Einfachheit besticht. besticht. Und ich Ich denke denke halt halt auch auch mit der mit der Möglichkeit, Möglichkeit, dass es dass einfach einfach alle alle Leute Leute machen machen können. können, Aber aber natürlich natürlich ist ist die die Kritik Kritik richtig richtig und und treffend, treffend, dass dass es es im Kapitalismus Kapitalismus einfach auf diese auf Optimierung Optimierung oft oft hinausläuft. hinausläuft. Aber ich Aber ich denke, denke, dass dass wenn wenn wir wir uns das jetzt das als Anarchistinnen Anarchistinnen anschauen, anschauen, dass dass es es darauf darauf ankommt, ankommt, die die Freiräume, Freiräume, die die der der Sport Sport auch auch hat, hat, dass wir die erweitern. erweitern.
dass dass wir wir und die die andere andere Seite Seite natürlich kritisieren. kritisieren, aber dass wir einfach hier schauen, wie wir das verschieben können, ja. Und da ist schon auch viel gelungen oder viel, das hat es eine Einsicht gegeben. Also das finde ich schon spannend. Also der DFB, also hat doch aus Gründen der Leistungsoptimierung aber festgestellt, dass dieser Leistungswahn und der Drang und der Wettbewerbsdruck nicht gut ist. Das killt das Lernen. Und jetzt haben die gesagt, okay, bis, ich glaube, bis zu 12 Jahren finden nur noch Turniere statt, wo die Ergebnisse nicht aufgeschrieben werden, damit man die Kinder nicht verrückt macht. Und das ist ja schon auch super. Ich meine, die Zielsetzung ist eine falsche, ja. Also, aber sie haben erkannt, Lernen funktioniert nicht, wenn man Menschen unter Druck setzt. Und daran kann man anschließen. Zumindest wäre vielen Menschen geholfen, wenn das auch in der Schule greifen würde oder wenn man das dahingehend umstellt, dass man zum Beispiel mal die Noten abschafft, ja, und den Druck rausnimmt und Leuten ermöglicht zu lernen und sie nicht mehr oder weniger foltert in diesen furchtbaren Institutionen, die wir der Schule nennen. Darüber Aber was? kann jeder ein Lied singen, glaube ich, Ja. ja. Aber was die Fußballer schon Schon gelernt gelernt haben, ja. haben. Aber die staatlichen Staatlichen Institutionen Institutionen, noch glaube ich. nicht. Genau, wir haben auch schon einen großen Kritiker. Im Chat schreibt jemand, lasst doch das depperte Gegendere im Text. Ihr macht euch nur lächerlich. Ein Mensch spricht so. Es gibt nur zwei Geschlechter. Wollte ich an diesen. Der Johann. Ja, wollte ich nur mal kurz so am Rande erwähnt haben, dass es Kritik gibt an dem Stil, wie geschrieben wird. Aber da zum Beispiel fällt mir auf, da geht es um Form und nicht um Inhalt, weil jeden Menschen, den du fragst, bist du dafür, dass man Frauen unterdrückt. Und die wenigsten, wirklich die wenigsten würden sagen, ja. Und da bin ich aber immer wieder so in Gesprächen gekommen, aber warum bist du dann gegen zum Beispiel eine sensiblere Sprache, die das vielleicht ein bisschen gerechter ausdrückt? Und ich liebe solche Konversationen, ich streite urgern und ich komme urgern ins Gespräch. Und da finde ich, da, und dann merkt man, dann kann man auch durch sokratische Fragen und so dann weiter bohren und dann merkt man, viele führen sich dann eh selber ad absurdum. Also. Nein, ist oft Thema. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil es so lustig war. Ja, lieber Johann, es gibt tatsächlich Tatsächlich mehr mehr als als zwei zwei Geschlechter. Geschlechter. Es ist so, also es gibt auch in Auch in anderen anderen Kulturen und Kulturen und Sprachen Sprachen Begriffe dafür, die wir die wir jetzt jetzt nicht nicht haben. haben. Ich glaube, das Apache kennt fünf Geschlechter. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Also das ist tatsächlich der Fall. Also die deutsche Sprache ist da relativ arm diesbezüglich. Es gibt auch Gibt auch mehr mehr Zeitvorstellungen Zeitvorstellungen in in anderen anderen Kulturen. Kulturen. Also es ist tatsächlich der Fall. Ob Ob jetzt jetzt das das Gendern, Gendern der der Königsweg Königsweg oder oder der der Königinnenweg Königinnenweg ist, ist, das mag dahingestellt sein. Ja, es ist tatsächlich, ja, wenn wir über Klassengesellschaft reden, eine akademische Geschichte, wo sich viele Leute nicht abgeholt oder wahrgenommen fühlen. Ja, wobei ich kenne jetzt auch keine Studie dazu, die das tatsächlich mal untersucht hätte. Es gibt ja, also es ist ein weites Feld, da können wir jetzt voll einsteigen, aber Bei mir im Seminar. inhaltliche Kritik ist da, denke ich, eine inhaltliche Auseinandersetzung ist da, glaube ich, besser zu führen. Ja, absolut, absolut. Bei mir im Seminar hat mal ein Student gemeint, aufgrund der Lesbarkeit würde er gerne nicht gendern. Und ich habe dann mit meinen Arbeitskolleginnen am Demokratiezentrum habe ich mich dann hingesetzt und wir haben dann drüber plaudert und dann hat eine Kollegin ganz netterweise, also sie hat Vorwissen gehabt und sie hat eine Studie dann mir gegeben zum Lesen. Und dort ist dann auch drinnen gestanden, dass zum Beispiel auch das ein Mythos ist. Also das Auge gewöhnt sich und es stört den Fluss überhaupt nicht. Also da gibt es Studien, die belegen das. Und ich denke mir, ja, also jeder Weg quasi, der das Denken herrschaftsfreier gestaltet, ist ein guter Ansatz. Es beginnt ja schon im Denken. Ne? Deswegen heißt es ja auch, be careful what you wish for und achte auf deine Gedanken, denn sie können zu Wörter werden, Worte können zu Taten werden, Taten zu, wie geht's weiter, Charakter oder so. Und das bist dann am Ende du. Und irgendwo aber beginnt diese Kette und vielleicht eh schon bei den Gedanken. Und deswegen genau, ist das vielleicht doch ganz gut, wenn wir es ein bisschen eine sensiblere Sprache verwenden. Aber. Wobei, ich würde mich als materialistischer Feminist bezeichnen. Also ich finde es,
Also es ist immer schwierig, mit dieser Gender-Debatte einzusteigen, weil die so viel Raum einnimmt, dass wir nicht mehr darüber reden, dass es so viel Gewalt an Frauen gibt, ja, dass Männer mehr bezahlt werden, nur weil sie Männer sind. Und ja, also an der Uni ist mir auch, wird nur noch über das Gendern geredet tatsächlich, ja. Also über die 70% der, sagen wir mal, 70% der Absolventen der Universität Wien sind Frauen. Von den Profs ist es genau umgekehrt. Das sind 70% der Profs Männer. Es wird aber 100% gegendert an der Uni Wien. Jetzt kann man schon sagen, okay, wo ist jetzt der Erfolg? Ja. Es geht wieder um das Mittel zum Ziel, ja. Es gibt ein Argument, das die Svenja Flasspöhler eingebracht hat. Die hat das, ich kenne das sonst nicht. Also ich habe das inzwischen verifiziert. In der DDR war es so. Da haben sich die, da gab es, also ich meine, gut, das war ja noch vor Genderzeit, ja, aber die Frauen haben sich bezeichnet auch nicht als Ärztinnen, ich meine, das Wort gab es ja, oder als Gabelstaplerfahrerin, sondern die Frauen haben gesagt, ich bin Gabelstaplerfahrer oder ich bin Arzt. Punkt. Ja. Und ich meine, das wenig Positive, was man von diesem Herrschaftsstaat sagen kann, ist wohl, dass er es zumindest in Ansätzen geschafft hat, naja, ja, Geschlechtergerechtigkeit will ich bei dem Staat überhaupt nicht in den Mund nehmen, ja, aber zumindest eine Selbstverständlichkeit in der Wahrnehmung erreicht zu haben, dass Frauen auch alle Berufe erreichen können und das ja auch wohl praktiziert wurde in diesem menschenverachtenden Sozialismus. Ja. Und das ist scheinbar wohl in Ansätzen gelungen und da war die Sprache dann wohl wurscht. Und ich würde die Priorität dahin setzen. Wir müssen es schaffen, dass die Gewalt aufhört. Wir müssen schauen, dass Frauen die gleichen Rechte haben, ihren Sport zu machen, in politische Funktionen zu kommen. Ja, also die Rechtsgleichheit und die Möglichkeiten, die müssen absolut gleich sein, egal welches Rollenverständnis wir dann auch individuell haben mögen oder kollektiv uns vorstellen. Und ich glaube nicht, also ich vermute mal, dass das Gender dann nicht mehr so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir Johann damals davon überzeugen Ich konnten, war aber. im Chat, genau, ich war im Chat ein bisschen involviert, aber ja, wir müssen nicht auf alles eingehen. genau. Das ist wie in der Klimadebatte. Es gibt ja die Leute, die sagen, ja, es bringt nicht viel, wenn ich nicht fliege. Ja? Dann frage ich immer, ja, okay, aber engagierst du dich dann sozusagen auf politischer Ebene gegen diesen unglaublichen CO2-Ausstoß, also das, was ich, die Kerosinsteuer eingeführt oder was, und dann kommt halt auch meistens ein Nein, ja. Also wenn man dann die Leute fragt, ja, okay, du wehrst dich jetzt ganz klar gegen das Gender, aus welchen Gründen auch immer, gut, mach, dann bring gute Gründe vor, aber setzt du dich ansonsten auch für die Gleichberechtigung ein? Und ich finde, das ist dann so ein bisschen die Gretchenfrage, ja. Aber apropos, weil du gesagt hast, Materialist, ich finde, das ist ja auch kein Widerspruch. Also man kann ja durchaus diskurstheoretisch die Dinge betrachten, aber auch materialistisch. Also es ist absolut kein, genau. Ja, kein Widerspruch. Absolut nicht, ja. Genau. Es ist nur Henne-Ei-Problem, wo beginnt man? Also beginnt man mit der Materie und ändert die Produktionsverhältnisse und enteignet oder schöner vergesellschaftet. Und halt ökonomische Güter und Zugänge und Infrastrukturen etc. etc. Teilt man das alles schön auf, dass jeder einen gleichen Zugang hat oder einen, ja, die Möglichkeit zumindest, sich da zu entwickeln. Das ist halt die Frage. Oder beginnt man eben in diesen, und das hat ja Nancy Fraser, glaube ich, gut gesagt mit diesem Begriff, sie hat einen Beitrag verfasst, der progressiver Neoliberalismus, Progressive Neoliberalism. Und da skizziert sie schon, dass diese, ein bisschen ist das eine Kritik an der Woke-Culture, also was ich so daraus schwingen höre, dass sie gemeint hat, ja, so progressive Floskeln werden jetzt übernommen und kooptiert quasi von Konzernen wie Google. Und wo setzt sich Google quasi für menschliche Gerechtigkeit ein oder was weiß ich? Da kann man ja auch sehen, okay, warte mal, also das wird dann schon auch teilweise instrumentalisiert. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Verschwörungstheoretiker, die dann drauf sitzen und sagen, na, habe ich euch doch gesagt. Das ist alles nur eine Verschwörung.
Und es gibt nur ein oder zwei oder gar kein Geschlecht. Oder whatever. Keine Ahnung, was als nächstes kommt. Nein, also es ist halt immer so, dann dieser Balanceakt und hier dann aus diesen quasi sich dann durchzuschwindeln. Ja. Ich glaube, das ist die große Kunst. In diesen allen, in all diesen Diskursen, genauso mit Klima. Die Klimaleugner auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite auch die Tatsache, dass ich glaube, so die Erdölindustrie, ich habe das mal bei Democracy Now gesehen, mir fällt aber jetzt die Statistik nicht ein. Die sind einer der größten Treibenden auch dieses Klimadiskurses, habe ich mal sagen lassen. Irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Also auch faszinierend, ne? Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich müsste das recherchieren, ich kann das dann verlinken, aber ja, so ganz Kuriositäten einfach. Aber das ist halt Macht und Herrschaft, ja. Aber Naja. von den Frauenrechten her, also, damit ich die auch noch erwähnt habe, die Savina Chaudhury, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sie genau ausspricht, leider. Also ihren Vornamen schon, weil wir schon telefoniert haben. Es gibt auch ein Interview mit mir, von mir mit ihr. Beziehungsweise ihren Vortrag gibt es ja auch. Also wir haben ja auf unserem YouTube-Channel auch die Vorträge von unserer Tagung präsentiert. Da sind sehr viele nochmal zum Nachhören stehen bereit. Und sie macht konkrete Vorschläge, wie man in einer partizipatorischen Gesellschaft es schafft, über die Jobbündel so zu organisieren, dass die Arbeit gerecht verteilt wird. Also dass es nicht so ist, dass Frauen nur die Care-Arbeit machen, sondern dass wir da weiterkommen. Und das macht sie auch mit 5 Prinzipien. Also wer daran interessiert ist, also Johann sei dir empfohlen, schau dir das mal an. Dann kommt man da auch weiter. Und bevor wir dann schließen, die Zora Weber möchte ich noch erwähnen mit ihrem Beitrag, ja. Sie steht dann auch zur Gemeinschaftsbildung nach Morgan Peck als Ressource zur Gruppenbildung bei uns drinnen. Und das wäre auch als Anlass zu nehmen, zu schauen, wie kann man denn diese alte, in Anführungszeichen alte, so alt ist es wieder nicht, anarchistische Weise zur Gemeinschaftsbildung verwenden in größeren Gruppen oder zur Verbreitung. Was kann uns die helfen? Ja. Und das ist auch ein toller Beitrag, wie ich finde. Aber ich wollte die nicht unerwähnt lassen und auch den Reinhard Kößler nicht als Schlusspunkt. Vielleicht auch deswegen ist der Schlusspunkt, weil sein Text ein sehr spannender ist, aber nicht einfach zu lesen. Also wir haben uns schon auch bemüht, eine große Bandbreite zu haben, auch von bekannten zu unbekannten Leuten, ja, prominent, nicht prominent und auch zu einfachen erzählerischen Texten, humanistischen Texten, wütenden Texten, die auch von Konstantin Wecker jetzt kommen und auch lyrisch sind, zu sehr abstrakten wissenschaftlichen Texten. Und wenn man jetzt die Bandbreite aufmacht, dann steht auf der einen Seite sicher der Konstantin mit seinen lyrischen Texten und auf der anderen Seite ist es der Herr Kößler, der Reinhard Kößler mit seinem Text zu Nationalstaat und Moderne, den ich aber auch sehr lesenswert finde. Also ich habe da viel, viel mitnehmen können und ja, toll, dass er dabei ist und mitgemacht hat. Ja, sehr schön. Nochmal ein großes Shoutout, ein wunderbares Buch. Ich liebe auch den Geruch von Büchern generell. Neue Bücher riechen einfach schon allein deswegen muss man das Buch kaufen. Einfach mal so machen. Ja, genau. Ja, Einfach mal herrlich. reinriechen. Es ist herrlich, oder? Es ist herrlich. Und allein wegen diesem Feeling muss man sich das Buch kaufen. Und dann im zweiten Schritt ein bisschen lesen. Das wär Sinn und Zweck voll, dieser Alles Übung. lesen. Alles Super. lesen. Das ist Zweck dieser Übung. Genau. Genau. Nein, großes Shoutout. Ihr habt das super gemacht. Ich weiß selber, Sammelbänder sind ein Haufen Arbeit. Organisation, Time, Geld, also you name it. Und dann, ja, Korrekturen 100 Mal durchlesen. Irgendwann will man das selber gar nicht mehr lesen und sehen. Also, es ist wirklich eine Mammutleistung. Man glaubt immer, ah, Bücher und so, aber es ist wirklich ein Haufen Arbeit, deswegen schätze ich das umso mehr und ich habe mich sehr gefreut, wie ich das im Postkasten gefunden habe. War wirklich eine spannende Lektüre.
Die ist übrigens in der YouTube-Infobox auch verlinkt, kann sich jeder bestellen. Und genau, den Link zum Kanal werde ich auch noch verlinken in der YouTube-Infobox. Ich finde nämlich den Kanal sehr gelungen und hoffe, du Danke. findest wieder mal Energie und machst was Neues. Ja, ab August, wenn ich Wenn wieder ich mehr mehr Zeit Zeit habe, habe. dann geht's wieder los. Sehr schön. Also Anarchy und Democracy heißt der YouTube-Account. Einfach Genau. abonnieren. Ja, ja, Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, dann danke ich dir sehr herzlich für die Zeit und genau, danke, dass wir die Lektüre besprochen durften und hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, danke mir auch. Josef, vielen Dank. Hoffe, wir kriegen viele Zuhörerinnen und Zuhörer und allen anderen noch einen schönen Tag, schönen Abend und ja, hoffentlich auf bald.